Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum vierten Nachgefragtgespräch in diesem Schuljahr und zum ersten Nachgefragtgespräch unseres Jahrgangs mit Publikum. Wir freuen uns sehr, dass Sie nach so langer Zeit... Wir freuen uns sehr, dass Sie nach so langer Zeit trotzdem wieder den Weg zu unserer Halbrund-Nachgefragtbühne hier im KGN gefunden haben. Wir, das sind zu meiner Rechten Pauline Barrail-Baron. Ihren Namen sollten Sie sich auf jeden Fall schon mal einprägen, denn Pauline wird 2024 auf dem Olympiatreppchen fürs Mountainbiken stehen. Natürlich ganz oben. Meisterleistung. Meisterleistung erbringt sie aber auch jetzt schon, und zwar in ihren Leistungskursen Sport und Französisch. Aber auch für ihre Tollpatschigkeit würde sie auf jeden Fall eine Auszeichnung verdienen. Zu meiner Linken Melissa Kopp. Bei ihr dreht sich alles um Sprachen. Sie ist dreisprachig aufgewachsen und spätestens nach ihrem Auslandsjahr auch noch Profi in Englisch. Doch auch als wahrer Kochprofi begeistert sie alle. Wie sie da noch Zeit für ihre große Leidenschaft, das Tanzen, finden kann, fragen wir uns alle. Ganz viel Kaffee und 4 Stunden Schlaf machen es möglich. Doch für heute haben wir uns extra gut ausgeschlafen. Denn es ist ja unser erstes Mal auf der Bühne als Moderatorinnen. Unser heutiger Gast ist da um einiges routinierter. Als Logomoderator sieht man sein breites Lächeln regelmäßig auf den deutschen Fernsehbildschirmen. Jetzt, wo Ihre Hände 15 Monate lang geschont wurden, begrüßen Sie mit einem umso kräftigeren Fernsehreifen und bis nach Kairo hörbaren Applaus Sherif Rizkallah. Freut uns sehr, dass du hier bist. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Bist du denn gut hergekommen? Ja, außer dass der Regen ein bisschen nervig war, aber ansonsten lief's. Warst du davor noch bei einem Dreh, oder? Ja, wir haben auf dem ZDF-Gelände gedreht, das war das Praktische an der ganzen Nummer. Dann ist irgendwie alles beieinander, ich muss da nicht so viel laufen. Wie bist du denn hergekommen, mit welchem Fortbewegungsmittel? Auto. Auto. Aber das hat auch nur damit zu tun, dass es mit dem Zug zeitlich etwas knapp gewesen wäre und ich erst seit kurzem überhaupt einen deutschen Führerschein habe und deswegen mir gedacht habe, komm, einfach mal die Autopraxis ein bisschen vorantreiben. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir uns erstmal hin. Gerne. Wir haben jetzt zu Beginn 4 Fragen an dich mit jeweils 4 Antwortmöglichkeiten. Und die erste Frage behandelt auch gleich dein Fortbewegungsmittel. Wir haben nämlich auch gehört, dass du erst vor kurzem deinen deutschen Führerschein bekommen hast. Und deshalb wollten wir schauen, ob du die Theoriefragen noch auf die Reihe bekommst. Eieiei. Leider. Ja, egal. Technikpanne, das zeigt, dass es wieder live ist. Ne? Also, du fährst mit einer hohen Geschwindigkeit in einem Wohngebiet. Vor dir tritt ein Kind auf die Straße. Was tust du? A. Ich fahre unverändert weiter, denn ich habe Vorfahrt. Falsch. B. Das ist definitiv falsch. Ich verlasse das Fahrzeug und mache Gymnastikübungen, um Müdigkeit vorzubeugen. C. Ich rufe die Polizei, da das Kind eine Gefahrenlage darstellt. D. Ich nehme einen Ölwechsel vor. Ach so, das sind die 4? Ja, das sind die 4. Also, A ist definitiv falsch. Gymnastikübungen würde man bei mir nicht sehen wollen. Das heißt, das ist auch erstmal raus. Ölwechsel ist auch falsch, dann muss es halt C sein, oder? Ja, C. Obwohl muss man nicht einfach eine Gefahrenbremsung machen? Sie fahren mit vorgeschrieben. Aber C ist auf jeden Fall schon mal nicht falsch. Polizei, Kind, Gefahr ist immer gut. Ja, das klingt sinnvoll, aber das ist leider falsch. Das sind nämlich alle Antwortmöglichkeiten falsch. Ach so? Deshalb die Gefahrenbremsung ist richtig. Das wusste ich nicht. Die Gefahrenbremsung war richtig? Ja, ja. Tja, okay, hey, immerhin. Immerhin. Also unsere Fahrprüfung steht auch bald an. Hast du denn irgendwelche Tipps für uns? Benutzt diese Apps, mit denen man für die Theorieprüfung lernen kann. Das war wirklich das, was mich gerettet hat. Und hofft auf einen guten, netten Prüfer oder eine gute, nette Prüferin. Sonst viel Spaß. Ja, danke. Du bist aber gleich beim ersten Mal durchgekommen, oder? Ja, doch tatsächlich. Also das Kurzzeitgedächtnis hat gehalten und der Prüfer war nett und wollte sich lieber mit mir über Alexandrien unterhalten. Und von daher hat das irgendwie gut gepasst. Aber die Fahrerfahrung aus Ägypten war auch noch da, oder? Das hat ehrlich gesagt geholfen. Immer bremsbereit sein. Also in Deutschland hat man ja Regeln. In Ägypten gibt es nur eine Regel und die heißt, der Klügere gibt nach und wer im Prinzip eigentlich nur genug breite Schultern hat, der kommt durch. Also einfach draufhauen und hoffen, dass der andere nachgibt. Das ist das Prinzip,
wonach man in Ägypten ist. Du hattest davor ja nur den ägyptischen Führerschein, der in Deutschland nicht anerkannt wurde, du hast es gerade schon erwähnt. Wie bist du denn dann von A nach B gekommen? Immer mit der Bahn. Also ich habe 2014 bin ich nach Deutschland gekommen und seitdem war ich entweder mit dem Fahrrad oder hauptsächlich mit Bahn und Bus unterwegs. Ja, und das habe ich einige Erfahrungen sammeln dürfen. Also Bahn und Bus liefern gute Geschichten. Jetzt, dass du Auto fährst, Autofahren, macht man sich damit nicht jegliche CO2-Bilanz kaputt? Ja, auf jeden Fall. Meine Ausrede ist, dadurch, dass ich von Ägypten hierher gezogen bin, ist meine persönliche CO2-Bilanz schon mal extrem besser. Denn hier habe ich keine Klimaanlage mehr, hier nimmt man auch nicht das Auto für Strecken, die eigentlich man gut zu Fuß machen könnte. Deswegen, es rechnet sich. Also wäre ich in Ägypten, wäre sie deutlich schlimmer. Also ist dir die Umwelt auf jeden Fall wichtig? Ja, definitiv, doch. Okay. Das ist auf jeden Fall eine interessante Umgehensweise damit. Gute Rechtfertigung, würde ich mal sagen. Ich nehme das Auto aber auch nicht für jede Reise. Also ich bin gerne mit dem Zug unterwegs, weil ich auch gerne im Zug arbeite. Das ist dann, wenn ich auf den Dreh fahre, kann man gut sein Konzept in der Bahn schreiben. Wenn ich aber, ich sag mal, viel zu viele Termine habe, die aufeinander aufbauen, dann vertraue ich nicht wirklich auf die Pünktlichkeit der Bahn mittlerweile. Vor allem, wenn ich ins Studio muss und vorher noch irgendwo gedreht habe, dann denke ich, dass ich mit dem Auto wahrscheinlich pünktlicher sein würde. Hoffe ich zumindest. Gut, dann kommen wir schon zu unserer zweiten Frage. Du siehst jetzt auf dem Bildschirm ein Bild, das in der letzten Woche durch alle Medien ging. Ja, da auch. Dein Kommentar dazu. A. Fußball und Politik sollte man voneinander trennen. B. Ich sehe da kein Problem. Sind ja nur Farben. C. Ein wichtiges Statement, auch im Hinblick auf das umstrittene ungarische Gesetz. D. Ich halte es mit der UEFA. Homosexuelle können jederzeit Großsponsor werden, wenn sie wollen, dass wir ihre Rechte ernst nehmen. Also, A und B kann ich schon mal definitiv ausschließen. Also ich finde, hätte man es zugelassen, dass die Allianz Arena oder die Arena in München in den Regenbogenfarben erleuchtet wäre, dann wäre das ein richtiges Statement gewesen, weil ich finde, einfach zu meinen, dass Fußball etwas abgeschottet ist von allem jeglichen Politischen, dafür hat es einfach eine viel zu große Bühne und ich finde, mit der Bühne geht auch eine gewisse Verantwortung einher. Und deswegen hätte ich mir gewünscht, dass die UEFA das zulässt, aber na gut, Common Sense ist bei der UEFA irgendwie nicht gang und gäbe, wie ich gemerkt habe. Und welche Antwort ist es dann? Ich bin noch bei der letzten, die kann ich, also warte mal, ich muss mich hier hindrehen. Ich halte das dann mit. Ich glaube, der wirst du auch widersprechen. Die werde ich definitiv, nein. Nein, C. C, okay. Die UEFA, die mit dem Slogan Respect auftritt, musste hier viel Kritik einstecken. Zu Recht? Ja. Also ich finde, es ist auch, was man auch gesehen hat auf den Instagram-Kanälen oder den Social-Media-Kanälen der UEFA, dann schön das Logo in Regenbogenfarben oder irgendwie 2019 zu sagen, wir treten hier für Diversität und einfach für Offenheit ein und dann so etwas zu sagen, das geht für mich halt irgendwie nicht Hand in Hand. Es ist eine Interpretationssache. Man hätte natürlich sagen können, das ist ein politisches Statement. Man hätte auch einfach sagen können, es ist unser Statement für Vielfalt und Diversität. Wollten sie nicht machen. Da finde ich, sollten sie, das Geld haben sie, ja, da sollten sie ein bisschen mehr in ihre Kommunikationsstrategie reinstecken, weil die ist irgendwie nicht wirklich aufgegangen, wie ich finde. Wir haben gerade schon Ungarn erwähnt. Hat denn ein solches Land überhaupt noch Platz in der europäischen Wertegemeinschaft? Gute Frage. Also Ungarn hat ja jetzt des Öfteren gezeigt, dass es nicht ganz die europäischen Werte teilt. Die Frage, die ich mir immer stelle, okay, wie geht man halt mit so einem Staat um? Ich habe während meines Studiums mich sehr mit der Europäischen Union auseinandergesetzt. Da gibt es zwar Mechanismen in der Theorie, aber in der Praxis ist das halt schon extrem schwierig, dass man so einen Staat in die Schranken weist. Da finde ich, muss sich die Europäische Union was Neues ausdenken, weil Ungarn wird nicht der erste Staat sein, der so tickt. Es gibt ja auch andere. Ich sag mal, Polen hatte jetzt auch ein paar Momente, die jetzt nicht so mit den europäischen Werten im Einklang waren. Bei solchen Staaten muss man sich halt wirklich langsam fragen, ja,
passt das noch zur EU, passt das zur Europäischen Gemeinschaft? Und wenn die Staaten selber meinen, sie passen nicht mehr ganz rein, dann hat ja Großbritannien gezeigt, wo der Ausgang ist. Hast du denn eine Idee, wie da die EU zum Beispiel gegenwirken kann? Also, dass es sich vielleicht naja, die haben ja diese unterschiedlichen Mechanismen zu Vertragsverletzungsverfahren und Entzug des Stimmrechts, aber dafür braucht man halt die Mehrheit der anderen. Und Ungarn hat ja gute politische Partner in Polen, in Tschechien. Und wenn diese Staaten sagen, machen wir nicht mit, aber alle anderen sagen, wir finden, das gehört sanktioniert, dann hat man wirklich ein Problem, weil was macht man dann? Da kommt man ja nicht mit rationalen Argumenten an, sondern das ist für die eine Prinzipiensache. Und da muss sich die EU irgendwie was Neues ausdenken. Die EU basiert auf Verträgen. Es gab jetzt fünf Verträge, Pi mal Daumen. Der letzte 2007, 2009, der Vertrag von Lissabon. Man könnte ja denken, 2021, mehr als 10 Jahre danach, wäre es vielleicht Zeit für ein neues Vertragswerk, das auch so eine Frage regelt. Ich frage mich auch, na gut, was ist, wenn die Europäische Gemeinschaft zum Schluss kommt, Ungarn passt nicht mehr zu uns. Es muss ja auch eine Möglichkeit geben, wie eine breite Mehrheit sagt, du bist nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft, das ist der Weg nach draußen. Das sieht man ja in anderen, in jeglichen Kollektiven. Es gibt ja auch bei Parteien, Parteiausstoßverfahren, ganz hohe Anforderungen, um jemanden aus der Partei auszuschließen. Aber es gibt sie und die gibt es halt nicht in der EU. Und ich finde gerade, da gab es jetzt einige Momente, wo man sich gedacht hat, es wäre mal sinnvoll, sich so etwas zu überlegen. Nochmal auf die Farben von der Arena zurückzukommen. Das war ja als Statement für die LGBTQ+-Community. Dort findet auch jedes Jahr als Erinnerung an den Christopher Street Day finden ja Paraden statt. Warst du schon mal bei so einer von diesen Paraden? Ich glaube ja. Also die letzten Jahre habe ich in der Regel gearbeitet, glaube ich, wenn die Paraden stattgefunden haben. Ich weiß, meine Kollegen waren oft da. Ich war in München, glaube ich, einmal bei einem CSD oder es war eine Pride Parade, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das war 2013. Aber seitdem noch nicht. Wo es eigentlich ein spannender Dreh wäre. Also es wäre cool, mal über so etwas zu berichten. Ich finde etwas, was so große Ereignisse sind, die auch einen politischen Charakter haben, eine politische Message vermitteln wollen, vor allem eine, die Toleranz, Akzeptanz fordert. Das, finde ich, sind gute Dinge, die man unterstützen sollte. Also würdest du privat auch nochmal gehen? Ja, warum nicht? Okay. Um auch nochmal auf die Arena zurückzukommen, aber nicht auf die farbene Arena. Die Frage aller Fragen, wer gewinnt denn die EM? Schwierige Frage. Also ich... Ja, wir haben nochmal die Antwortmöglichkeiten. Ach so, schön. Das macht es einfacher. Deutschland. Oder geht das jetzt gar nicht mehr? B. Schweiz. Wer den Weltmeister schlägt, kann auch Europameister werden. C. Ägypten. Die haben schließlich noch nie ein EM-Spiel verloren. D. Delta-Variante. Populär beim Publikum. Ich glaube Delta-Variante. Also wenn die UEFA wirklich daran festhält, dass die letzten 3 Finalspiels in Wembley stattfinden, dann viel Spaß. Die Delta-Variante kennt ja keine Pause. Und auch nicht bei Fußballspielen, selbst wenn die Politikerinnen und Politiker sich das manchmal einreden wollen würden. Ich glaube, Delta gewinnt am Ende. Aber der Schweiz ist auch für eine Überraschung offen, aber ich glaube, Delta würde sogar die Schweiz schlagen. Das ist nicht unwahrscheinlich, ja. Verfolgst du denn die EM-Spiele? Ja, also ich bin ja nicht so Bundesliga begeistert. Da habe ich irgendwie gar keinen Bezug zu. Und immerhin, Bayern gewinnt sowieso 3/4 der Zeit. Von daher, wo ist da noch die Überraschung? Aber EM und WM, da bin ich mit dabei. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Und ich sag mal, die EM hat jetzt einige Überraschungen geliefert. Wer hätte gedacht, dass die Schweiz Frankreich schlägt? Also ich zumindest nicht. Hast du dann auch so richtig bei Deutschland mitgefiebert? Ja, definitiv. Also ich habe das Ungarn-Spiel, da war ich mit einem Kollegen am Telefon, weil wir eigentlich Sachen für die Arbeit besprechen wollten. Davon ist aber nicht viel, also da ist nicht viel bei rumgekommen. Sondern er hat meine Rumgeschreie dann live miterlebt. Das war dann, deswegen war es mal, also ich war gestern bei so einem Public Viewing in Mainz und da war es schön, nicht der Einzige zu sein, der rumschreit. Man kommt sich irgendwie zu Hause ein bisschen dumm vor oder ich komme mir zu Hause dumm vor. Vor allem, wenn ich den Fernseher anstarre und einfach rumbrülle. Da ist es angenehmer, wenn es noch andere gibt, wo ich sagen kann, okay, hey, die sind schlimmer als ich, von daher alles gut. Woran lag es denn dann, dass für die deutsche Elf im Achtelfinale dann schon Schluss war?
Ich fand das Spiel ja gestern langweilig in gewisser Weise. Also da war das Spiel gegen Portugal deutlich aufregender. Aber gestern war das halt so, ja. Also wenn ich nebenbei Sachen auf Instagram machen kann, dann, ja, dann muss da was falsch laufen. So Fußball-Experte bin ich dann wiederum auch nicht, dass ich dir ganz genau sagen kann, woran hat es gelegen. Ich habe mich halt nur gefragt, warum hat Joachim Löw oder Jogi Löw halt eben in den letzten 2 Minuten noch Spieler reingewechselt? Vielleicht hätte man ein bisschen früher was ändern sollen, aber war halt gestern nicht. Da hast du gerade schon das nächste Schlagwort genannt, Joachim Löw. Mit dem EM aus endet auch die Ära Löw. Trauerst du Jogi eher nach oder freust du dich über den frischen Wind? Nachtrauern. Ich glaube, nachtrauern ist zu viel gesagt. Ich finde, es ist halt ein Ende, da 15 Jahre lang Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft zu sein. Das ist eine Leistung. Ich freue mich aber ehrlich gesagt wieder, dass die deutsche Mannschaft ein bisschen weiterkommt, hoffentlich, damit man auch ein bisschen mehr Spiele irgendwie mit Herz mitschauen kann. Ein bisschen mehr mitbrüllen kann. Naja, eben. Und auch, also ich habe ehrlich gesagt gehofft, nachdem ich bei dem Deutschland-Frankreich-Spiel in München war, um von dort für Logo Bericht zu erstatten, hatte ich eigentlich gehofft, okay, die deutsche Mannschaft kommt weiter, das heißt, wir können eventuell nach Wembley, aber daraus ist jetzt nichts geworden. Wembley verbringe, also Halbfinale und Finale verbringe ich dann zu Hause wahrscheinlich. Von daher, ich freue mich auf den frischen Wind und hoffentlich auf mehr Spiele bei der WM 2022. Gut, nach diesen ersten Fragen können wir uns jetzt erstmal zurücklehnen, denn wir hören jetzt deine Biografie, gelesen von Alessia Di Marco. Das ist Sherif. Sherif ist Moderator bei der Kindernachrichtensendung Logo. Aber wie ist er da eigentlich hingekommen? Um uns das genauer anzuschauen, gehen wir nun in der Zeit zurück. Aber wir müssen uns beeilen, denn Sherif wird schnell langweilig. Halt nicht so weit. Oh, sorry. Sherif Rizkala wird am 11. September 1995 in Kairo geboren. Für alle, die in Geografie genauso eine Niete sind wie ich, das liegt in Ägypten. Sherif weiß schon als Kind genau, was er sein will, wenn er groß ist. Schauspieler. Oder Sänger. Auf jeden Fall etwas Kreatives. Oder vielleicht doch Arzt? Nein, Pilot. Aber Anwalt hört sich doch auch gut an. Um nicht mehr ganz so planlos zu sein, absolviert er 2013 ein Schülerpraktikum beim ZDF. Ob dort schon der große Traum vom Logo-Moderator geboren war? Nach seinem Abitur an einer deutschen evangelischen Schule in Kairo studiert er Politik, Gesellschafts- und Rechtswissenschaften an der Uni Bonn. Und das nicht mal so schlecht. Bereits in seinem dritten Semester leitet er ein eigenes Seminar zum Thema Arabischer Frühling. Und 2017 erhält er sogar den DAAD-Preis für die hervorragende Leistung ausländischer Studierender an deutschen Hochschulen. Streber. Entschuldigung. Er hat aber anscheinend noch nicht genug von Klausuren, schnöseligen BWL-Studenten und gewöhnungsbedürftigem Mensaessen. Denn seit 2018 studiert er Friedens- und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Nebenbei macht er noch einige wenige Praktika. Einen Moment bitte. Unter anderem 2014 eine Hospitanz im ZDF-Auslandsstudio in Kairo, 2015 eine Hospitanz im ZDF-Landesstudio Berlin, 2016 ein Praktikum in der Redaktion WDR4U und ein Praktikum beim Auslandsstudio des ARD in New York, sowie 2017 bis 2018 ein Praktikum als studentischer Mitarbeiter der ZDF-Hauptredaktion in Politik und Zeitgeschehen. Als kleine Erklärung hier der Unterschied zwischen einem Praktikum und einer Hospitanz. Ein Praktikant geht kopieren. Ein Hospitant schaut beim Kopieren zu. Mit sowas gibt sich ein Sherif Rizkala aber natürlich nicht zufrieden und klettert die Karriereleiter noch weiter nach oben.
2017 war er bereits Moderator bei der WDR-Sendung Hörsaal Talk. Später wird er Reporter bei WDR 4U, bevor er Anfang 2019 der aktuelle Höhepunkt seiner Karriere folgt. Moderator bei Logo. Das ist er auch jetzt noch. Privat engagiert sich Sherif für soziale Projekte. So setzt er sich zum Beispiel gemeinsam mit dem Tigerentenclub für Kinder im Gazastreifen und Westjordanland ein. Außerdem engagiert er sich beim Campusfernsehen und beim Theaterjugendorchester. Was ein Ehrenmann. Jetzt gebe ich aber schnell wieder ab an unsere Moderatoren Melissa und Pauline. Nicht, dass Sherif uns vor Langeweile noch einschläft. So kann man es auch sagen. Die Reaktion ist schon mal positiv. Ich finde es cool. Ich finde es tausendmal besser als meine Biografie beim ZDF, also im ZDF-Presseportal. Das klingt dann ja extrem langweilig. So bekommt es halt ein bisschen Geschmack. Vielleicht solltest du das einfach als Video dort einfügen lassen. Hab ich gerade auch gedacht. Das wäre auf jeden Fall besser. So, wir haben jetzt gerade eben in deiner Biografie gehört, du bist in Ägypten aufgewachsen und hast dort eine deutsche Schule besucht. War deine Kindheit eher typisch deutsch oder typisch ägyptisch geprägt? Weder noch. Also es war so ein Mix. Also wir sind definitiv nicht typisch ägyptisch aufgewachsen, dafür waren wir zu europäisch. Wir sind aber auch nicht typisch deutsch aufgewachsen, weil dafür waren wir zu ägyptisch. Deswegen, es war so ein Mittelding. Wir haben deutsches Fernsehen geguckt und dabei ägyptisches Essen gegessen. Wir waren auf einer deutschen Schule, haben aber halt arabische oder ägyptische Musik gehört. Also es war halt immer so ein Zwischending. Je nachdem, wo ich war, war ich dann halt eher ein bisschen europäischer oder ein bisschen ägyptischer. Da hat man sich irgendwie so ein bisschen der Situation angepasst. Mit meiner Mama eher die deutsche Spur, mit meiner Oma eher die ägyptische Spur. Also du hast so richtig gemerkt, das ist jetzt ägyptisch und das ist deutsch, oder? Ich habe es in Deutschland gemerkt. Also ich habe immer, also meine Freunde haben in Ägypten immer gesagt, du bist sehr deutsch. Dann bin ich nach Deutschland gekommen und habe gemerkt, ich bin definitiv alles andere als deutsch. Ich sag mal, der erste Satz, der sich bei mir eingebrannt hat, war: 5 Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Weil in Ägypten ist es eher andersherum. Da packt man, wenn ich sage, ich bin in 5 Minuten da, dann packt man eine Null dahinter, dann kommt man in die realistische Zeitzone rein. Das funktioniert in Deutschland nicht. In Deutschland gibt es einen Antrag für alles Mögliche. In Ägypten funktioniert alles mit 5 Pfund an der Seite. Da habe ich gemerkt, okay, nein, Deutschland tickt deutlich anders, als wie es mir, also ich habe es mir schon so vorgestellt, aber es ist, wenn es zu erleben ist, nochmal was anderes. Gab es denn irgendwelche Besonderheiten oder Dinge aus deiner Kindheit oder gibt es irgendwas, an das du dich jetzt noch erinnern kannst? Irgendwas? Also irgendetwas, was für dich besonders war? Ach so, also was ich wirklich immer sehr zu schätzen gewusst habe, als ich Kind war und auch wo ich in Kairo gelebt habe, ist, alles hatte 24 Stunden offen. Das heißt, man musste nicht Samstag denken, okay, Mist, es ist jetzt, also vor allem auch Mama zu Hause, das heißt Familie. Ich musste mir weder wirklich großartig Sorgen um Essen noch Wäsche, sondern es gab ja immer noch andere Leute, die einen daran erinnert haben. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, mit 18 alleine gewohnt habe und auf einmal merkte, okay, Mist, es ist Samstag, es ist gleich 21 Uhr, das heißt einkaufen, weil am Sonntag hat alles zu und Montag beginnt ja wieder der Alltag. Das sind so Sachen, die lernt man erst wirklich zu schätzen wissen, wenn man sie nicht mehr hat. Das ist auch irgendwie, wenn meine Familie nicht um die Ecke ist, wo ich gerade mal sagen kann, ach, mir geht's heute nicht so gut, mach doch bitte das und das für mich. Also es sind wirklich die kleinen Dinge, die ich erst wirklich geschätzt habe, als ich nach Deutschland gekommen bin, weil ich sie einfach nicht mehr hatte. Um 3 Uhr morgens Pizza essen mit meiner Oma, weil ich nicht schlafen kann, zum Beispiel. Also der Übergang vom Leben in Ägypten nach Deutschland war schon eher schwierig, oder? Er war schwieriger, als ich mir vorgestellt habe. Also ich habe immer gedacht, du warst auf einer deutschen Schule, du warst öfters zu Besuch in Deutschland. Das heißt, wie schwer kann es sein? Im Prinzip geht das ja nur weiter. Urlaub ist halt nur eine andere Sache, als wirklich hier zu wohnen. Da kommen halt 10.000 andere Dinge dazu. Stadtwerke anmelden, Handyvertrag, Sachen, wirklich, wo ich nie drüber nachgedacht habe. Steuererklärung. Also das ist jetzt meine Baustelle. Ich schiebe das die ganze Zeit vor mich her und ich habe jetzt die Steuererklärung für 2020. Steuererklärung gibt es bei uns gar nicht. Von daher
Es gibt auch für alles einen Antrag. Das ist wirklich eine Sache, auch im ZDF. Das ZDF ist ja nichts anderes als eine große Behörde. Es gibt für alles einen Antrag, wirklich für alles. Und von daher, ich wusste, Bürokratie ist hier groß geschrieben, aber dass es so groß geschrieben ist, das war für mich ein Gewöhnungsprozess. Aber mittlerweile, sobald ich wusste, worauf ich mich einzustellen habe, hat es dann auch irgendwie halbwegs geklappt. Aber du findest es immer noch anstrengend? Nein, nein. Nicht? Also nicht mehr, weil ich habe mich wirklich dran gewöhnt. Es ist halt so, wie es ist. Das System ist so. Das System würde nicht in Ägypten funktionieren. Das ägyptische System würde aber auch definitiv hier nicht funktionieren. Und wenn man sich damit arrangiert und merkt, okay, so ist es, und dann, wenn es einem nicht passt, dann muss man sich halt sagen, okay, das System ist vielleicht nichts für mich, dann sollte ich vielleicht auch nicht hier wohnen wollen. Aber wenn ich hier wohnen will, dann arrangiere ich mich auch mit dem System. Ich werde ja das System nicht ändern. Ist denn hier in Deutschland etwas, was du mehr magst als in Ägypten? Etwas, was du hier besonders magst im Vergleich zu Ägypten? Die Ruhe. Also es ist jedes Mal, wenn ich in Ägypten zu Besuch war und wir wohnen an der Hauptstraße, also Hauptstraße ist bei uns drei Spuren, und boah, das ist laut. Und da, also wir sind auch direkt am Nil und dann gibt es auch so Partyboote und dann denke ich mir so, was habt ihr schon mal was von Nachtruhe gehört? Oder wo ist das Ordnungsamt, wenn man es braucht? Also dann ist Bürokratie dann doch manchmal ja, gut. Und dann also deswegen, das war auch vor allem am Anfang, diese 10 Tage, wo ich dann in Ägypten zu Besuch war, die waren dann gut, weil ich dann wusste, was ich hier wiederum an Deutschland zu schätzen weiß. Und das bedingt sich dann immer wieder. Von daher, nein, also ich freue mich, dass es hier abends ruhig ist. Ich weiß, Klima und Umwelt ist mega groß, aber die Luft, ich kann hier atmen, in Ägypten atme ich Staub ein. Deswegen, das sind so auch wieder die kleineren Dinge. Es hat alles irgendwie seine Ordnung und sein System. Wenn man sich über das Wetter aufregt, dann ist man integriert. Von daher ist auch alles gut. In Ägypten kann man sich nicht großartig über das Wetter aufregen, es ist nur heiß. Und was vermisst du hier in Deutschland? Manchmal das Chaos. Also das ist tatsächlich manchmal, wenn irgendwie alles irgendwie so, es ist alles, selbst wenn es chaotisch ist, ist es ordentlich. Das war jetzt ein bisschen widersetzlich. War es das? Ja. Genau, aber das ist es ja insgesamt. Wenn ich hier bin, vermisse ich das Chaos. Bin ich im Chaos, will ich wieder die Ordnung haben. Ich war auch, als ich zum Beispiel zum ersten Mal auf einer Demo war, das war 2019, Fridays for Future in Berlin. Mein erstes Mal auf einer Demo in Deutschland, und weil ansonsten hieß es immer Demo, dann bin ich direkt weg, weil nein, das war dann nicht so meins. Und es war eine Demo, ich dachte, hey, Demo, da geht es bestimmt runter und drüber. Es war aber trotzdem ordentlich. Und das fand ich dann so verblüffend. Es sind vor allem diese kleinen Dinge, wo ich auch wirklich, ich war letztens einkaufen und auf einmal kam so eine riesen Polizeikolonne vorbei. Und Polizeikolonne bei uns bedeutet, der Präsident fährt durch und die riegeln alles ab. Und ich dachte mir, wer fährt jetzt durch? Also Malu Dreyer oder sonst was? Nein, es war eine Fahrraddemo. Und dann dachte ich so, wow, für eine Fahrraddemo wird die Straße angehalten, zwei Polizisten auf einem Motorrad, zwei hinten, dann noch zwei Busse. Ich dachte, und das sind so Sachen, da denke ich mir so, das wird auch oft hier wirklich klein geredet, welche Möglichkeiten man hier hat. Wenn Leute das Wort Diktatur hier in Deutschland in den Mund nehmen, dann möchte ich mir jedes einzelne Haar ausrupfen, weil ich mir denke, nein, du weißt nicht mal, wie man Diktatur buchstabiert, wenn du meinst, dass das eine Diktatur ist. Und das sind Dinge, die ich sehr an Deutschland zu schätzen weiß. Es ist ordentlich, es gibt ein System. Alles, wie jedes andere System auch, hat es seine Fehler, aber wenn einem Unrecht getan wird, dann gibt es Wege, wieder im Prinzip das auszubaden. In Ägypten könnten wir da noch lange warten. Da müsste man die richtigen Menschen kennen, die wiederum die richtigen Menschen kennen, und dann viel Spaß. Du hast gerade eben schon diesen Zwiespalt zwischen dem Deutsch und Ägyptisch sein angesprochen. Jetzt, wo du in Deutschland wohnst, fühlst du dich hier manchmal fremd? Jein. Also ich fühle mich hier akzeptiert. Also ich glaube, das war, ich habe mir vor allem dann darüber Gedanken gemacht, als ich bei Logo angefangen habe, weil bei uns ist es so, die
Autorinnen und Autoren schreiben ihren Beitragstext und schreiben bei uns ganz oben einen kleinen Anmoderationsvorschlag, damit ich weiß, welche Informationen brauchst du unbedingt, um dein Stück zu verstehen. Und dann standen oft Sätze, hier bei uns ist das so und so. Und da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, gehöre ich zu diesem uns oder nicht? Kann ich als Ägypter, als Ausländer sagen, hier bei uns in Deutschland oder ist es einfach nur hier? Das war der erste Moment, wo ich meinte, okay, zähle ich zum uns, zähle ich nicht zum uns? Ich fühle mich schon akzeptiert, aber offiziell jetzt mal rein juristisch gesehen und ich hatte Jura als Nebenfach, gehöre ich nicht wirklich zu dem uns? Und aber ich fühle mich doch, also angenommen, denke ich schon, komplett dazugehören noch nicht wirklich. Da frage ich mich auch, werde ich irgendwann wirklich dazugehören, so wirklich? Oder werde ich immer derjenige bleiben, der ja so ein bisschen dazugehört, aber auch ein bisschen irgendwie nicht? Aber da habe ich noch keine Antwort drauf. Fühlst du dich dann eher als Ägypter oder als Deutscher? Ägypter. Also ich bin ja kein Deutscher. Ich bin Ägypter, der deutsch-europäisch sozialisiert ist. Das ist so die politisch korrekte oder die juristisch korrekte Ausdrucksweise. Aber ich bin ja kein Deutscher. Ich bin Ägypter. Wenn ich irgendwann vielleicht mal Deutscher werden sollte, dann wäre ich Deutscher. Macht das Sinn? Ja. Aber so von der Gefühlslage her... Von meiner Gefühlslage bin ich auch Ägypter. Also ich merke auch, seitdem ich in Deutschland bin, ist dieser ägyptische Teil in mir auch irgendwie größer geworden. Ich schaue ägyptische Serien, etwas, was ich in Ägypten nie gemacht habe. In Ägypten habe ich nur deutsches Fernsehen geguckt. Ich habe jetzt auch nicht sonderlich die ägyptischen Speisen unbedingt essen wollen. Das ist jetzt in Deutschland komplett anders geworden. Ich schaue gerne ägyptische Serien. Ich schaue mittlerweile auch... Aber das tue ich sowieso einfach, um mich zu informieren. Ägyptische Nachrichten, in Ägypten habe ich das nie gemacht. Ich esse gerne und versuche mich auch am ägyptischen Essen, also das selbst zu kochen. Hast du da ein Rezept? Koscheri. Aber das ist halt einfach mega. Kennst du das? Sehr schön. Es ist halt eine Kohlenhydratenbombe. Also da muss man entweder richtig Sport treiben können oder einfach essen können, was man will und trotzdem nicht dick werden. Das bin ich beides nicht. Und weil das ist halt... Nudeln, Reis, Linsen, Knoblauch, geröstete Zwiebeln obendrauf und Tomatensauce. Also ich sag mal, Nudeln alleine ist schon eine Kohlenhydratenbombe, Reis oder kann es sein, Reis ist jetzt auch nicht gerade so. Und das alles kombiniert, ja, das sollte man nicht essen und danach irgendwie arbeiten oder fahren wollen. Ich glaube, das Rezept solltest du uns zuschicken und dann können wir es auch noch mit dem Publikum später teilen. Mach ich gerne. Es dauert halt nur ewig, das Ganze zu kochen, diese einzelnen Komponenten, aber ansonsten, es schmeckt, meine ich zumindest. Jetzt nochmal Ägypten. Du hast jetzt gemeint, du hast jetzt einen viel größeren Draht zu Ägypten, irgendwie seitdem du in Deutschland wohnst. Wie sieht es denn mit deinen ägyptischen Freunden aus? Hast du noch viel Kontakt zu denen? Ja, also wir sind jetzt überall in Deutschland verteilt. Also ich habe viele Freunde von mir, die auch in Deutschland sind, die... Einen sind in München, die anderen, oder einige sind in München, viele sind in Berlin, einige in Stuttgart. Wir sind halt alle irgendwie so ein bisschen verteilt. Man sieht sich deswegen weniger oder relativ wenig, aber wir telefonieren oft. Und so bleiben wir halt irgendwie in Kontakt. Und wenn jemand in der Gegend ist oder wenn ich in der Gegend bin, dann trifft man sich. Aber wie das so normalerweise ist nach der Schulzeit, wir waren im Jahrgang mit 80 Leuten. Mit 80 Leuten habe ich nicht mehr Kontakt, aber... Meine Freunde von damals sind auf jeden Fall hängen geblieben. Und wie oft gehst du nach Ägypten, um deine Familie zu besuchen? In der letzten Zeit relativ selten. Ich war das letzte Mal 2017 dort, weil ich, wie die nette Schülerin vorhin, meinen Lebenslauf vorgelesen hat, ich viel in der Welt herumgeturnt bin und während meine Semesterferien dafür genutzt habe, Praktika oder sonst was zu machen. Und na gut, seit 2020 geht das sowieso gerade nicht. Wegen Corona und meine Mama war halt oft zu Besuch und deswegen hat sich das dann irgendwie ausgeglichen, dass ich nicht dort war, aber sie zumindest hier. Nun reisen wir noch mal ein bisschen zurück in die Zeit. 2011, als du noch in Ägypten gelebt hast, da fand im Zuge des arabischen Frühlings ein Umsturz in der ägyptischen Gesellschaft statt. Was hat die Menschen damals auf die Straße getrieben? Der Wunsch nach Veränderung. Also es war halt, man hatte genug von diesem System, das seit 30 Jahren oder eigentlich ja schon davor mit den anderen beiden Präsidenten etabliert war. Und man wollte halt
was Neues haben. Aber man wollte halt nicht was Neues haben, einfach um etwas Neues zu haben, sondern Ägypten, die Alterspyramide ist so, in Deutschland ist sie ja eher so. Man hat halt wirklich ganz, ganz viele junge Menschen in Ägypten, die alle arbeiten wollen, Geld verdienen wollen, damit man eine eigene Wohnung, eigenes Zuhause, heiraten kann, Kinder, Familie, pipapo. Ohne Arbeit geht das alles nicht. Und Arbeit gibt es halt, es gibt halt wenige Arbeitsstellen in Ägypten. Und das war einer der Hauptgründe, dass diese junge Generation gesagt hat, okay, wir wollen Veränderung, weil wir wollen ja auch was vom Leben haben. Und der Wunsch nach Reformen ist dann halt irgendwie eskaliert zu einem Wunsch nach Systemwechsel, weil halt eben die Regierung anstatt einfach zu sagen, ja, wir hören euch und wir wissen, was ihr wollt und wir machen es, halt einfach selbst wenn es nur einfach politisches Blabla gewesen wäre, die Regierung hat einfach mit krasser Repression geantwortet, mit Verhaftungen. Die Polizei ist radikal gegen die Demonstranten vorgegangen und dann hat man gesagt, na gut, dann erst recht. Und dann ist halt wirklich dieser Wunsch nach kleiner Veränderung, so ein Wunsch nach dem Motto, okay, wenn ihr diese Veränderung nicht herbeiführen wollt, dann holen wir uns die, die diese Veränderung im Prinzip implementieren. Das war zumindest die Idee. Aufgegangen ist sie nicht. Bist du selbst auch auf die Straße gegangen, um zu demonstrieren? 2011, nein. Also 2011 war ich auch ehrlich gesagt nicht so pro Revolution. Ich habe mir damals schon irgendwie die Sorgen gemacht, dass wenn es zu einem Umsturz kommen sollte, die Muslimbrüder im Prinzip die Macht im Staat übernehmen. Als koptischer Christ, Minderheit, hatte ich Sorge davor und dann dachte ich mir, lieber das, was du kennst, als das, was du nicht kennst. Und Mubarak war jetzt kein Engel, aber er hat es geschafft, irgendwie 30 Jahre lang dieses Boot relativ ruhig zu halten. Es hat weder große Schritte nach vorne gemacht, noch großartige Schritte nach hinten, aber es lief irgendwie. Und auf die Muslimbrüder hatte ich einfach wirklich gar keine Lust. Also das war, da hatte ich auch wirklich Angst. Und meine Befürchtungen haben sich auch bewahrheitet, leider. Also ich sag mal, der Umsturz kam, 2012 wurden die Muslimbrüder gewählt und 2012 bis 2013, bis zur nächsten Revolution, Umsturz, Putsch, wie man es nennen will, das war das schlimmste Jahr für mich in Ägypten, weil da habe ich mich wirklich fremd im eigenen Land gefühlt. Und es ist das eine, fremd sich im Ausland zu fühlen, aber fremd im eigenen Land, das ist unangenehm. Also das, und das hat sich auch wirklich deutlich gemacht. Es war jetzt nicht nur ein Bauchgefühl, sondern steigst du in ein Taxi ein, Taxifahren ist in Ägypten relativ normal, und dann heißt es, und wo geht's hin? Da, 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 da. Und dann, ja, schlimmes Wetter heute, ja, es ist heiß. Und dann kommt irgendwie als dritte Frage, bist du eigentlich ein Bruder? Und ich so, was? Das erste Mal war ich komplett perplex, weil ich meinte, hey, was heißt denn bitte schon, bin ich ein Bruder? Ja, ja, bist du? Und ich so, was? Und er so, ja, bist du Moslem oder bist du Christ? Und da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil diese Frage hatte ich noch nie in Ägypten gestellt bekommen. Ägypten ist zwar eine Gesellschaft, die religiös ist, das heißt, beide Gruppen, sowohl Muslime auch als Christen, sind religiös, aber es war niemals Saudi-Arabien oder so, wo man im Prinzip so krass religiös war, sondern Religion hat eine Rolle gespielt, aber eher doch, also man hat friedlich nebeneinander und miteinander gelebt. Und das war zum ersten Moment, wo ich dachte, so ernsthaft? Spielt das jetzt eine Rolle? Also was interessiert es dich eigentlich? Und die Frage kam halt nicht nur einmal, sondern dieselbe Situation, glaube ich, hatte ich 2-3 Mal. Und das ist der Moment, wo ich dachte, okay, nein, das ist irgendwie zu viel des Guten. Und ich habe es mir schlimm vorgestellt, aber dass es jetzt so, dass so etwas passiert, das habe ich nicht gedacht. Und deswegen war ich 2013, als dann das Militär ja Mursi abgesetzt hat, den damaligen Präsidenten, und die Menschen davor auf die Straße gegangen sind, da waren meine Familie und ich, meine Oma auf dem Balkon, weil sie schwierig sich bewegen konnte. Aber dass meine Oma sich aufrafft, das bedeutet schon etwas, weil sie ansonsten alles vom Fernseher irgendwie beobachtet hat. Und mein Bruder und ich haben dann auch gesagt, nee, gerne weg damit. Wie auch immer. Also während andere quasi oder ein Großteil der Gesellschaft das mit Freude wahrgenommen hat und wahrscheinlich auch sehr aktiv auf den Straßen war, war das für dich einfach nur eine Zeit von Angst oder eher? Also 2011, ja, also diese wie viel waren es? 18 Tage, glaube ich. Es war eine besondere Zeit.
Ich hätte mir gewünscht, ich hätte damals Tagebuch geführt im Nachhinein, aber na gut, weil es war wirklich eine verrückte Zeit. Also ich sag mal, die verrücktesten Situationen, die es gab, waren halt, wir haben im Schichtbetrieb geschlafen, weil wir waren bei meiner Oma und haben im Prinzip alle Türen barrikadiert und haben im Schichtbetrieb wirklich geschlafen. Meine Oma und meine Mama wollten abends immer wach sein, falls irgendwas passiert, weil dann kamen Nachrichten von Gefängnissen, die ausgebrochen, also wirklich Gefängnisse, die komplett geöffnet worden sind und die Gefangenen ausbrechen konnten. Und dann hat man mit den Nachbarn auch irgendwie sich koordiniert und es gab ein Warnsignal und ja, das war, dann hat man sich irgendwie auf dem Balkon getroffen und mit den Nachbarn gesprochen. Also es war eine verrückte Zeit, das heißt, die hatte was, aber ich würde sie nicht gerne wiederholen und die letzten 10 Jahre haben ja gezeigt, ja, es war jetzt nicht von Erfolg gekrönt, das Ganze. Du hast vorhin schon gesagt, man kann den Ausgang nicht als erfolgreich einstufen. Gab es trotzdem positive Aspekte, die davon rausgegangen sind? Man hat sich, also sowohl 2011 als auch 2013, ist man irgendwie so zusammengerückt als Gesellschaft. Es war egal, woher man kommt, was man beruflich macht, wer man ist, sondern man war irgendwie auf einer Stufe. Und das ist halt in der Gesellschaft in Ägypten, die ja schon irgendwie hierarchisch gegliedert ist, nicht so. Das heißt, es gab schon unterschiedliche Gesellschaftsstufen, die alle miteinander nur bedingt Kontakt hatten. Und da war es halt, es ist egal, wer du bist, es ist egal, woher du kommst, wir sind alle hier aus demselben Grund und ziehen am selben Strang. Und das ist ein schönes Gefühl. Also es ist auch irgendwie, ich sag mal, es hatte was von Fußball. Fußball feuert man alle die eine Mannschaft an und will, dass sie weiterkommt. Es ist egal, was weiß ich, was du machst, vom Banker zum Ärztin, zur Erzieherin, zur was weiß ich was, also die unterschiedliche Berufsgruppen, die alle eigentlich relativ wenig miteinander zu tun haben, man zieht an einem Strang und man glaubt an die eine Sache und das ist, finde ich, eine Sache, die, das war auch so irgendwie diese Honeymoon-Phase am Anfang nach der Revolution, weil man gedacht hat, man kann alles verändern, aber ja. Wie steht es denn jetzt um die Pressefreiheit in Ägypten, jetzt 10 Jahre nach dem Beginn des arabischen Frühlings? Ich finde es immer relativ schwierig, das zu beurteilen. Einerseits, weil man auch so ein bisschen den Unterschied machen muss zwischen der geschriebenen Presse und das, was im Fernsehen gesagt wird in Ägypten. In Ägypten gibt es zigtausend Fernsehsendungen, die einfach daraus bestehen, dass ein Moderator oder Moderatorin am Tisch sitzt und 2 Stunden lang erzählt. Das würde man in Deutschland definitiv nicht machen. Und diese Moderatoren üben schon Kritik an der Politik, also an Maßnahmen, die getroffen wurden oder die eben nicht getroffen werden. Das gibt es. Das heißt, die Kritik gibt es, die wird aber auf eine bestimmte Weise geäußert, dass sie halt nicht persönlich wird. Also da gibt es, die Moderatorinnen und Moderatoren finden da schon ihren Weg. Nicht jeder darf seine Klappe aufreißen, auf gut Deutsch gesagt. Aber es gibt einige, die auch Kritik üben dürfen, wenn auch manchmal nur zu einem gewissen Grad. Aber gar keine Kritik, ich sag mal, Nordkorea-Charakter haben wir nicht. Also da sind wir zum Glück davon entfernt. Jetzt, wie weit kann man darüber diskutieren, aber da sind wir zum Glück nicht. Aber so wie du deine Arbeit in Deutschland machst, könntest du sie in Ägypten nicht machen, oder? Nein, ich glaube, da würde mich die Bürokratie zumindest, also das wäre schon das Mindeste, dass man halt Drehgenehmigungen, ich musste sie nie beantragen, aber ich war, als ich im ZDF-Studio Kairo war, die Kolleginnen und Kollegen, die dort lange, lange arbeiten, haben auch gesehen, es gibt einen Wandel in der Zeit. Mal war es einfacher, Drehgenehmigungen zu bekommen, mal ist es schwieriger, mal war es egal, ob du eine hattest oder nicht und dann war es extrem wichtig, dass du eine hast. Und deswegen, ich glaube, daran würde man allein schon scheitern. Manchmal oder oft. Um nochmal auf deine Arbeit zu sprechen zu kommen, du berichtest oft über Integrations- und Migrationspolitik, zumindest haben wir dazu ein paar Beiträge gefunden. Liegt dir das Thema wirklich am Herzen oder ist es einfach dein Job? Also Themen, wenn wir zum Beispiel meine Lesbos-Reise, ich war ja Ende 2019 auf der griechischen Insel Lesbos und habe über das Flüchtlingslager Moria berichtet. Und das war Herzensthema. Also das war für mich ein Thema, worüber ich berichten wollte, weil ich es wichtig finde, dass man halt eben auch noch guckt, okay, wie geht es den Menschen? Gar nicht mal die große Politik drumherum, sondern einfach mal auf die Menschen gucken und wie es den Menschen geht. Und das war
war ein Herzensanliegen. Ich weiß, wir haben, das war das Diskriminierung oder Rassismus? Ich weiß es nicht mehr, da hatte ich einen anderen Beitrag zu gemacht. Und solche Beiträge entstehen oft auch aus der Diskussion. Also unsere Mittagskonferenzen waren früher etwas lebendiger als vielleicht jetzt. Jetzt ist es deutlich geordneter mit Teams, wo jeder seine Hand heben muss und so. Und da sind solche Beiträge irgendwie im Diskussionsprozess irgendwie entstanden. Das Thema ist X und dann sage ich meine Meinung dazu, dann sagt jemand anderes seine Meinung dazu. Und dann merkt man, okay, vielleicht könnte man daraus ja einen Beitrag machen. Und gerade bei so Themen wie Rassismus, Integration, Diskriminierung, gucke ich zwangsläufig auch anders drauf. Also ich glaube, man hat auch das Selbstempfinden ist oft ein anderes als das, die Fremdwahrnehmung. Du hast gerade die Reportage aus Moria erwähnt, die fanden wir auch besonders eindrucksvoll. Deshalb würden wir uns gerade mal einen Ausschnitt anschauen. Was stört dich hier am meisten? Die Kälte und wie es uns hier geht. Dass wir in Zelten schlafen, das stört mich am meisten. Du stehst also in einem Zelt? Ja. Dieses hier. Das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt. Wir sehen das ja jetzt hier nur auf einem Screen. Trotzdem nimmt es einen krass mit. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du in Moria ankamst? Also das war auch mein erster Drehtag im Lager. Und das war irgendwie, je länger ich dort war und je mehr ich gesehen habe. Also Mohammed und seine Familie haben relativ am Rand gewohnt. Also es waren irgendwie, hier ist das offizielle Lager, dann gab es hier so eine Straße, wo wir auch reinfahren konnten. Und hier hat dieses inoffizielle Lager begonnen, wo Menschen einfach irgendwie Zelte aufgebaut haben, weil es keinen Platz mehr im offiziellen Lager gab. Und je mehr ich gesehen habe, desto schockierter war ich. Also ich hätte es mir nie vorgestellt. Ich hatte viel gelesen darüber, ich hatte auch einige Berichte gesehen, aber wenn man dort ist, ist es nochmal was anderes. Also die Umstände waren deutlich schlimmer, als wie ich es mir vorgestellt habe, weil Blick in die Toiletten, Blick in die Waschräume, einfach zu gucken, unter welchen Umständen die Menschen dort leben, das war schon schwierig. Also ich habe vor allem, Mohammed hatte Crocs an, keine Socken, eine Jacke, die viel zu groß ist, ein T-Shirt drunter. Und ich, der kalte Temperaturen nicht leiden kann, hatte ein T-Shirt, ein Sweatshirt, ein Pulli, eine Jacke, Hose, lange Socken, Schuhe und hatte ein Hotel und ein warmes Auto. Und mir war trotzdem im Prinzip kalt. Und die waren halt so, ja, es regnet hier rein und ja, das sind unsere Toiletten. Also auch wie die Menschen dort das wahrgenommen haben, die haben sich irgendwie ab einem gewissen Punkt so irgendwie damit abgefunden, wo ich mich gefragt habe, wie? Also ich könnte da nicht einen Tag überleben. Das wäre nicht möglich. Also es wäre, ich würde es auch gar nicht ausprobieren wollen, weil das ist, die Umstände waren einfach krass. Und das für mich war das Krasseste überhaupt, dass das in Europa stattfindet. Also das ist wieder das Bild, das ich von Europa habe und das, was uns auch an der Schule beigebracht wurde und was man auch, das Bild, was so vermittelt wird, da erwarte ich mehr von Europa. Und das war auch das Ergebnis, das ich am Ende hatte. Es ist okay, wenn so etwas in Bangladesch passiert. Ich kann es verstehen, weil ihre Mittel und ihre Möglichkeiten sind begrenzter. Und sie wissen es teilweise auch nicht besser, dass das Lager in Jordanien, wo auch ein riesen Flüchtlingslager ist, dass das so lala ist, kann ich auch verstehen. Weil ehrlich gesagt erwarte ich nicht wirklich viel mehr, wenn ich in so einem Lager bin. Aber wenn ich in einem Lager in Europa bin, dann erwarte ich schon nicht, dass da Luxus ist, aber dass zumindest ein paar Basics geklärt sind. Und das habe ich nicht gesehen. Also das war dann... ich kann sogar noch beim Zelt weggucken, aber für mich ist so Hygiene, da kann man sich's ausrechnen. Das muss man ja bei einem Festival auch machen. Wie viele Toiletten braucht man bei x Personen?
Und wenn man dort die Toilettenanzahl sich anguckt für die Personen, die dort sind, also dass diese Rechnung nicht aufgeht, das kann man sich eigentlich denken. Und das ist das, was mich auch so schockiert hat. Es war einerseits die Umstände, aber auch, dass diese Umstände in Europa sind, hat das Ausmaß oder hat es zumindest bei mir noch schockierender gemacht. Gab es auch einen bestimmten Moment, der dich besonders berührt hat? Am zweiten Tag, da war es nicht so regnerisch, da hat die Sonne geschienen und da konnte ich auch mehr sehen, da waren auch viel mehr Menschen dann draußen. Dann habe ich auch gesehen, wie viele Kinder tatsächlich dort sind. Also das ist 40% ist zwar eine Zahl, die man liest, oder mehr als 40%, aber dann zu sehen, okay, was bedeutet eigentlich diese 40%, das war für mich ein Moment, den ich wirklich nicht vergessen kann. Und wie die Kinder trotz allem noch lachen und spielen konnten. Man weiß nicht, was im Inneren klar vorgeht, aber das überhaupt, dass sie noch Lust drauf haben, zu lachen, das war für mich ein Rätsel. Also ich konnte es nicht verstehen, aber ich habe mich umso mehr gefreut, dass sie es noch können. Wie hast du denn allgemein so die Stimmung von den Menschen dort wahrgenommen? Eher hoffnungsvoll oder hoffnungslos? Mix aus beidem. Also es war irgendwie, die Hoffnung war da, na gut, wenn wir irgendwann hier endlich wegkommen, und bei einigen, ich sag vor allem bei den Syrerinnen und Syrern, konnte man ja absehen, die werden da irgendwann wegkommen. Das war bei anderen Gruppen anders, und je nachdem, mit welcher Gruppe man gesprochen hat, war entweder die Hoffnung größer oder die Verzweiflung größer. Und aber die Hoffnung, wenn die Hoffnung da war, dann war es eher, na gut, das ist jetzt nur eine Etappe, es gibt ein Leben nach Moria und danach kann es ja eigentlich nur noch besser werden, weil wie viel tiefer kann es noch gehen? Nur leider geht es tatsächlich noch tiefer als das in Moria, und das ist, glaube ich, die böse Überraschung, die dann auf viele wartet. Es war immer ein Mix aus beidem. Können Fernsehbilder überhaupt den Ernst der Lage transportieren, oder kann man das erst so richtig vor Ort erfassen? Also das komplette Ausmaß, glaube ich, nein. Also wir zeigen ja auch immer nur einen Ausschnitt. Also das ist ja auch immer, Beiträge machen ist ja auch immer eine Sache, wie man die Geschichte erzählen möchte. Weil man wird nie alles zeigen können, gar nicht mal, weil man es nicht möchte, sondern weil es auch manchmal gar nicht geht. Zum Beispiel, ich durfte nicht ins offizielle Lager rein, obwohl die Türen offen waren. Ich hatte keine Drehgenehmigung, und ohne Drehgenehmigung gehe ich da nicht rein. Deswegen, das komplette Ausmaß konnte ich gar nicht zeigen. Ich konnte gar nicht zeigen, wie die Menschen im offiziellen Lager leben. Das heißt, was wir zeigen, ist sowieso immer nur ein Ausschnitt. Und das Einzige, was wir tun müssen, ist nach bestem Wissen und Gewissen, wie es so schön heißt, auch zu probieren, so weit wie möglich alles abzudecken, was dort ist. Das wird nicht immer gehen. Das geht auch nicht in einem Beitrag. In einem 3-Minuten-Beitrag kann ich nicht alles erzählen. Deswegen, bei mir waren es zum Beispiel jetzt 3 Beiträge, manchmal sind es mehr, manchmal sind es längere Reportagen, und man muss Schwerpunkte setzen, man wird da nicht drum rumkommen. Deswegen, was wir zeigen, ist immer nur ein Ausschnitt, aber wir sollten, und das ist unsere Aufgabe, eben nicht den Ausschnitt zeigen, der uns gerade passt und der irgendwie uns die beste Geschichte liefert, sondern man sollte den Ausschnitt zeigen, der im Prinzip auch die Mehrheit abbildet, die dort ist. Also man kann sagen, es herrschen desaströse Zustände in den Flüchtlingslagern, wie wir jetzt auch gerade eben gesehen haben. Es gibt tausende Tote im Mittelmeer und es gibt restriktiver werdende Einwanderungsgesetze. Versagen Deutschland und die EU beim Umgang mit der Flüchtlingskrise? Versagen finde ich zu hartes Wort, weil Versagen tun sie nicht komplett, aber ob sie eine gute Arbeit leisten, würde ich sagen, nein. Also ich bin komplett dabei, dass man sagt, man wird halt nicht alle Menschen aufnehmen können, die herkommen wollen. Das vor allem auf kurze Zeit, das geht nicht. Also ich habe halt selber nur gemerkt, wenn es immer hieß, ja, die Integration, ich konnte die Debatten nicht hören, aber ich weiß selber, als jemand, der eigentlich gedacht hat, er kennt die deutsche Gesellschaft und er kennt Europa und er kennt Deutschland, dass selbst ich mich hier integrieren musste. Und ich hatte eigentlich die besten Ausgangsvoraussetzungen. Von daher zu meinen, dass es ganz einfach irgendwie vonstatten geht, und das war, glaube ich, auch ein Fehler, der am Anfang der Flüchtlingskrise gemacht wurde. Man hat sich irgendwie schön geredet. Man hätte einfach sagen sollen, es wird mega schwer und es wird auch nicht bei allen klappen. Das ist einfach die Realität. Aber das, was ich damals erlebt habe, und das war auch das, was mich gestört hat,
dass das halt eben nicht wirklich kommuniziert wurde. Und da muss man selbstkritisch sein, da haben die Medien jetzt auch nicht irgendwie die beste Arbeit in der Hinsicht geleistet, weil eigentlich ist die Aufgabe der Medien, die Wunde zu suchen und schön den Finger reinzupacken und darauf hinzuweisen, aber das haben sie in dem Moment nicht getan oder nicht größtenteils getan. Und das ist, glaube ich, das größte Problem. Man wollte es sich einfacher vorstellen und dann war man irgendwie überrascht. Versagen tun sie aber trotzdem nicht. Sie probieren ja gewisse Dinge. Ich finde, da geht mehr. Könnte man auch anders wirklich an die Sache rangehen. Aber ob das passiert, das ist fraglich, weil da einfach viel zu viele Interessen, vor allem in der EU, 27 Staaten, die sich auf ein Regelwerk einigen sollen, da hat jeder Staat ganz andere Interessen. Das hat man ja auch an den alten Regeln gesehen. Ich sage nur, Dublin ist ja ein Witz. Da braucht man sich nicht wundern, dass das System scheitert. Deswegen, da wäre mal ein etwas realistischerer und Herangehensweise vielleicht sinnvoll. Also gibt es was, wo du sagst, das sollte sich grundlegend ändern, so ein bestimmter Punkt? Die Verteilung, also alleine die Verteilung, wenn ich gucke, Dublin funktioniert oder beruht ja auf dem System, da wo die Geflüchteten als erstes ankommen, dort bleiben sie. Na gut, mit der Logik, also wenn man diese Logik weiterspinnt, bedeutet das im Prinzip, keiner würde irgendwo beispielsweise nach Deutschland kommen, weil Deutschland hat keine EU-Außengrenze. Gleichzeitig beschwert man sich, dass die Situation in Griechenland und auch in Italien manchmal miserabel ist. Ja, das funktioniert ja nicht. Also wenn zwei Länder, die es ohnehin jetzt nicht ganz so einfach haben, mit so einer Mammutaufgabe alleine irgendwie klarkommen sollen, dann kann man sich denken, dass das nicht funktionieren wird. Ich kann auch verstehen, dass die Geflüchteten sagen, sie wollen nicht in Griechenland bleiben. Oder dass Griechenland sagt, sie wollen sie nicht dort haben, weil wenn man sich die Gesellschaft anguckt in Griechenland, die haben selber so große Baustellen und Menschen aus anderen Ländern mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und die alle mit einem Paket mitkommen, also die bringen ihr Gepäck mit. Also es ist auch zu meinen, die kommen hierher, sie kriegen neue Klamotten und dann sind sie komplett hier in der Gesellschaft integriert. So funktioniert es ja nicht. Und dass man dann meint, okay, diese Aufgabe können solche Länder wie Italien oder eben Griechenland stemmen, halte ich für abstrus. Das kann einfach nicht funktionieren. Um noch mal ein bisschen mehr in deine Materie, da du ja in den Medien arbeitest, einzutauchen. Berichten denn die Medien deiner Meinung nach noch genug über die Flüchtlingskrise? Die Frage haben wir uns selbst gestellt letztens. Also bei uns in der Redaktion, wir sind da ja auch eine ganz bunte Truppe und wir diskutieren gerne und lange und sind auch wir sind oft nicht einer Meinung. Und die Frage haben wir uns selbst gestellt. Berichten wir noch genug darüber oder ist dieses Thema vor allem auch durch Corona, ist ja einiges in Vergessenheit geraten. Und es gab so viele andere Konflikte, die halt im Prinzip aufschwappen, dass man sich denkt, okay, worauf schaut? Es ist immer eine Abwägung und wir müssen uns jeden Tag entscheiden. Wir haben immer so eine große Themenliste und wir müssen immer selektieren und immer sagen, okay, wir setzen unsere Schwerpunkte. Ich meine, das Thema Geflüchtete ist jetzt in den letzten, wir hatten es auf jeden Fall, wir hatten es nicht so oft wie beispielsweise vor einigen Jahren, aber das ist halt auch, weil die Lage gerade anders ist. Und B, weil auch noch andere Themen etwas akuter und etwas, auf jeden Fall, also ich sage nur Gaza und also Palästina, Israel, der Konflikt, der kam ja auch im Prinzip und hat uns eine Zeit lang begleitet. Wenn solche Themen aufschwappen, dann behandeln wir die natürlich. Und dann rücken leider so Themen wie die Situation der Geflüchteten in den Hintergrund. Aber Lampedusa hatten wir, das habe ich sogar in einer Woche zwei- oder dreimal anmoderiert, von daher. Da kam zum Beispiel, als die eine große Flüchtlingsgruppe auf Lampedusa angekommen ist, da haben wir darüber berichtet. Da kann ich mich noch erinnern. Aber liegt das dann eher an den Medien oder an den Konsumenten, dass weniger darüber berichtet wird? Gute Frage. Ich würde sagen, ein Mix aus beidem. In den Redaktionen arbeiten ja auch nur Menschen. Die Menschen haben Familien und je nachdem, man geht halt in diese Redaktionssitzung rein, da ist jede Nachrichtensendung gleich, man hat seine Redaktionssitzung, in der die Themen ausgesucht werden. Manche stehen schon fest, aber die Hauptthemen werden ja in der Redaktionssitzung ausgesucht. Und das ist ein Aushandlungsprozess. Da werden Meinungen ausgetauscht und Journalisten leben zwar gerne in ihrer eigenen Bubble, aber man probiert ja trotzdem noch irgendwie Kontakt zu haben und sich zu informieren
mit Menschen, die eben nicht Journalisten sind. Und deswegen würde ich sagen, es ist ein Mix aus beidem. Also ich glaube, es ist einerseits, es gibt akutere Themen gerade in der Gesellschaft. Es ist bei uns ein Selektionsprozess, wo wir uns auch immer entscheiden müssen, wie werden wir unserem Informationsauftrag gerecht. Wir haben ja eine Aufgabe, wir sollen informieren. Und wir müssen im Prinzip entscheiden, okay, welches Thema ist heute so akut, dass die Menschen darüber informiert sein sollten. Und da holen wir unsere Erfahrung aus dem Alltag und das, wo jeder auch so seine persönliche Präferenz hat. Und in diesem Aushandlungsprozess entsteht die Sendung. Deswegen würde ich immer sagen, es ist beides. Hoffentlich. Es gibt ja einige Themen, die in den Medien ein bisschen zu kurz kommen. Welche weiteren Themen fallen dir denn spontan noch ein? Die zu kurz kommen? Mhm. Naja, also wenn ich sag mal, auf unsere Sendung zu sprechen komme, das sind Themen, die so fern scheinen, aber doch irgendwie so nah sein können. Also wir bereiten gerade die Berichterstattung für die Bundestagswahl vor und wir haben zwischenzeitlich diskutiert, okay, Rente zum Beispiel ist etwas, was eigentlich mit Kindern erstmal nichts zu tun hat. Das hat mit uns, also mit mir jetzt vielleicht mittlerweile schon, aber mit so nah bin ich jetzt auch nicht an der Rente, aber man hört ja einiges. Und mein erster Impuls wäre, Kinder muss ich nicht darüber informieren. Mittlerweile denke ich mir, jein, es ist halt so ein Seitenthema, aber es wäre gar nicht mal schlecht, dass die Kinder wissen, okay, wie funktioniert dieses System eigentlich. Aber Rente ist auch ein schlechtes Beispiel. Es gibt zig Themen, aber mir fallen natürlich in dem Moment keine ein. Aber ich sag mal so, Kinder, als wir über Kinderrechte berichtet haben, dass die nicht ins Grundgesetz aufgenommen werden, da hätten wir eigentlich eine ganze Sondersendung draus machen können, weil es so viele Teile gibt, die man hätte erklären können. Aber irgendwo müssen wir halt Abstriche machen. Wo wir, denke ich mal, relativ oder sehr gut, finde ich, darüber berichten, ist Klima und Umwelt. Das ist auch so ein bisschen Schwerpunkt bei uns, auch weil wir merken, das interessiert die Kinder sehr. Wir bekommen sehr viel Zuschauerpost und darauf gehen wir dann natürlich ein. Aber ja, ich frage mich wahrscheinlich, nachdem wir hier fertig sind, dann fallen mir 10 Themen ein, wo die zu kurz kommen. Ein Thema, über das in unseren Augen auch zu wenig geredet wird, jetzt kommt's, scheint dir auch am Herzen zu liegen. Also vorab, das Thema ist sensibel und falls du auf einer der Fragen nicht antworten möchtest, ist das vollkommen okay. Aber wir haben folgenden Instagram-Post bei dir gefunden. Das ist, was Rassismus und Fremdenhass anrichten kann. Rassismus kann töten. Das sollten wir alle niemals vergessen. Du hast das nach dem Attentat von Hanau gepostet, bei dem 9 Menschen mit Migrationshintergrund getötet wurden. Wie hast du von dem Anschlag erfahren und was war dein erster Gedanke? Ich habe an dem Tag sogar moderiert, das werde ich auch nicht vergessen. Und wir haben die ganze Zeit überlegt, wie reagieren wir darauf, und wir haben uns entschlossen zu erklären, was ist da passiert. Einfach mal die Fakten erklären. Am Tag danach war das Thema vereinzelt auch in den Sendungen, aber jetzt auch nicht irgendwie so groß. Ich will keinen Vorwurf machen, aber ich denke, Rassismus ist manchmal ein Thema, womit man sich nicht großartig in Deutschland auseinandersetzen möchte, wo ich glaube, auch die Wahrnehmungen ganz andere sind. Also ich bin jemand, der, wenn er mit der Polizei Kontakt hat, gerne mal einen Schritt zurück macht oder auch zusammenzuckt. Wenn ich fahre und ich sehe die Polizei hinter mir, dann denke ich mir so, okay, Mist, hast du irgendwas falsch gemacht? Wie schnell darfst du fahren? Das sind halt wirklich so die kleinen Momente, wo ich, nicht weil ich ein Misstrauen habe, sondern weil ich mir denke, ich hatte auch schon, also es sind ja die Momente, die einen prägen, und dann denkt man sich, okay, ich weiß nicht, wie dieser Mensch, der mir entgegenkommt, mir gesonnen ist. Kann ganz entspannt sein, habe ich auch oft erlebt, so ist es nicht, aber ich weiß es nicht. Und ich denke, das Thema Rassismus ist ein Thema, was zwar behandelt wird, aber wo ich finde, es könnte ehrlich gesagt größer und intensiver und tiefergehender behandelt werden. Ich habe mich tierisch aufgeregt, da ging auch die Redaktionssitzung sehr lange an dem Tag, als der Innenminister Horst Seehofer gesagt hat, in der Polizei gibt es kein Problem mit strukturellem Rassismus oder generell, das Rassismusproblem ist ja jetzt nicht so riesig. Und da habe ich auch nur gedacht, leben wir im selben Land? Weil nein, also ich habe da eine ganz, ganz andere Meinung zu. Ich will gar nicht alle unter Generalverdacht stellen, ich habe auch ziemlich gute Erfahrungen gemacht. Aber es gibt ein Rassismusproblem, nicht nur bei der Polizei, auch in einigen anderen Behörden. Also so ist es nicht. Ich sage, zum Glück habe ich gute Erfahrungen machen können. Ich habe aber auch von Freunden gehört, die
oft keine so guten Erfahrungen gemacht haben. Ich habe selber auch einige Erfahrungen gemacht, wo ich meinte, okay, das ist unnötig. Und ich finde, man tut sich keinen Gefallen, wenn man über das Thema nicht spricht, weil nach Hanau, also nach, das waren auch so kleine Diskussionen, wo ich mir dachte, okay, nach Hanau, da sind 9 Menschen getötet worden. Da finde ich, das hätte eigentlich so ein bisschen die Alarmglocke sein sollen. Also das muss doch ja irgendwas bedeuten. Und man kann zwar immer sagen, das ist ein Einzelfall, aber dann macht man sich ehrlich gesagt einfach, weil es ist, die Tat ist ein Einzelfall, klar, aber ich sage, Rassismus ist kein Einzelfall, sondern das gibt's. Und man würde, also es wäre absurd zu meinen, dass das jetzt auch nicht doch einen erheblichen Teil, erheblich kann man diskutieren, was heißt erheblich, aber es ist da, also sonst wäre die AfD nicht in den Bundestag gekommen als, was ist die drittstärkste Kraft, aber größte Oppositionspartei, also sorry, die AfD würde nicht zweitstärkste Kraft im Osten sein, da spielen natürlich noch viele andere Sachen dazu, aber ich würde prinzipiell sagen, die Partei vertritt ja Positionen, die in dem Sinne jetzt nicht fremdenfreundlich sind. Das heißt, es gibt viele Anzeichen, dass das Thema eigentlich da ist. Man müsste sich nur mal etwas intensiver mit auseinandersetzen. Wie kann es eigentlich zu solchen rassistisch motivierten Taten kommen? André Pockenburg, ehemaliger AfD-Landesvorsitzender, da kann man sich vielleicht schon denken, was für ein Kommentar kommt, hat mal gesagt, diese Kümmelhändler, diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören, weit, weit hinter den Bosporus, zu ihren Lehmhütten und Viehweibern. Tragen solche Aussagen dazu bei? Was für einen Einfluss haben solche Aussagen auf die Gesellschaft? Na gut, also ich sag mal vor allem, und das hat man ja eben gesehen, dass solche Sachen, wo man früher gesagt hat, ach, das darf man nicht sagen, man darf es halt sagen. Und ich sage, die USA ist auch für mich ein perfektes Beispiel wieder. Donald Trump hat was eingeleitet, es gab früher etwas dieses, das gehört sich nicht, dieses, das darf man nicht sagen, weil es nicht politisch korrekt ist, aber auch, weil man so etwas einfach nicht sagt. Und diese Grenze, wo fängt die eigentlich an? Die ist immer weiter nach unten gerutscht. Es ist immer weiter nach dem Motto, viele Aussagen sind salonfähig geworden. Und das animiert, da denkt man sich, okay, ja, wenn die es sagen, dann kann ich es ja auch sagen. Und wenn die im Prinzip einen auch schon so ein bisschen motivieren und einen bestärken in dem, was man macht, klar, das macht es auf jeden Fall nicht besser. Also das hilft bei der ganzen Nummer auf jeden Fall nicht weiter, sondern es bestärkt Menschen, die man eigentlich nicht bestärken sollte. Und da erwarte ich zumindest auch mehr von Politikerinnen und Politikern, die in der Öffentlichkeit stehen. Das ist nur eines von leider zu vielen Zitaten, die in diese Richtung gehen und zum Teil in ihrer Wortwahl noch extremer sind. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du Rassismus selbst erlebt hast. Willst du uns vielleicht erzählen, wie und ob du dir solche Aussagen selbst schon mal anhören musstest? Also natürlich ist auch immer, Rassismus ist ein Begriff, der ganz, ganz viele Dinge. Es gibt krassen Rassismus und es gibt so dieser Alltagsrassismus. Ach, das war der Beitrag, es ging um Alltagsrassismus. Das sind so die Dinge, die man so erlebt, Alltagsrassismus ist auch eine ganz schwammige Definition. Für mich ist Alltagsrassismus in dem Moment, wo dir halt zu erkennen gegeben wird, du gehörst nicht zu uns und eigentlich bist du auch irgendwie was anderes. Also das ist wirklich so die größte Definition, die es gibt. Und wenn zum Beispiel jemand, der hier geboren ist, der hier aufgewachsen ist, dessen Eltern hier geboren und aufgewachsen sind, die aber leider so ein bisschen aussehen wie ich, dass man dann noch die Frage bekommt, woher kommst du eigentlich? Da fängt schon für viele im Prinzip dieser Alltagsrassismus an und das kann ich verstehen, weil ich mich interessiere, weil wir hatten auch diese Diskussion bei uns in der Redaktion und meine Kollegen haben mich gefragt, ist das für dich denn Alltagsrassismus? Und ich so, nein, weil ich komme auch woanders her. Ich bin ja erst seit ein paar Jahren hier. Andere Menschen leben hier ihr Leben lang, deswegen ist das für mich kein Alltagsrassismus. Aber wenn ich hier geboren worden wäre, hier mein Leben lang verbracht habe und trotzdem oft als etwas anderes, etwas, was hier nicht ganz, also du bist schon irgendwie eine Art Fremdkörper, der aber hier ist, wahrgenommen werde, dann ist das auf jeden Fall dann ist es schon diskriminierend. Ich habe solche Alltagsrassismen halt erlebt. Ich sag mal, Wohnungsmarkt ist ja auch eines der Paradebeispiele.
ich habe mich für zig Wohnungen irgendwie beworben. Der Wohnungsmarkt ist sowieso oft ja schwierig. Hatte dann einige Besichtigungen und ich habe es tatsächlich zweimal erlebt, dass im Prinzip, hier ist der Vertrag und in dem Moment, wo ich halt meinen Pass raushole oder so, meinen Aufenthaltstitel, damit wir die Sachen irgendwie kopieren, du bist Ausländer, ja, wir hören dann voneinander. Ich hatte einen Fehler gemacht, ich bin ohne Licht Fahrrad gefahren und dann kam die Polizei und dann fällt halt so ein Satz wie so Leute wie Sie, also natürlich Personalien hier, mein Ausweis, Aufenthaltstitel, und wenn so ein Satz fällt, den ich unnötig finde, so Leute wie Sie lernen es ja nicht anders, das kann alles bedeuten, in dem Moment fasse ich es aber auch tatsächlich so, okay, du hast meinen Aufenthaltstitel gesehen und dann fällt dieser Satz und für mich hat das dann irgendwie diesen, okay, das hat irgendwie auf mein Ausländerdasein zu, irgendwie damit zu tun. Das sind so diese kleinen Knackpunkte. Ich habe zum Glück keine irgendwie rassistischen, ganz schlimm, also klar, solche Sprüche wie geh doch zurück, woher du kommst oder solche Sachen habe ich auch mal gehabt, aber das ist jetzt, da ist mein Ego groß genug, dass ich sagen kann, Dankeschön. Also stellt Alltagsrassismus mit eins der größten Probleme dar? Ja. Also ich finde auch, deswegen, was ist Rassismus? Also deswegen, das ist ja auch, was in Hanau passiert ist, ist ja ein Extremum. Und deswegen, ich würde niemals sagen, dass das irgendwie die Regel in Deutschland ist. Nein, gar nicht. Dafür habe ich viel zu oft das Gegenteil erlebt, wie Menschen sich für andere Menschen einsetzen. Aber das sind halt diese kleinen Alltagsrassismen, das sind diesen Beigeschmack halt hinterlassen. Und die, vor allem, wenn sie sich häufen, wenn ich mit einer Protagonistin drehe, die mir erzählt, sie ist schwarz und ist hier geboren, hier aufgewachsen und wird im Prinzip, seitdem sie klein ist, gefragt, und aus welchem Land kommst du? Mhm. Und dann denkt sie sich so, ja, ich komme aus Bielefeld. Also, wenn man das einmal hört, ist es okay, zweimal okay, dreimal, aber Jahre, sogar mehr als 10 Jahre, das ist der Moment, wo man echt so anfängt und auch nicht mehr entspannt auf sowas reagiert. Und das sind die Dinge, wo ich meine, das ist, und da ist auch die deutsche Gesellschaft, wie ich finde, schlau genug. Also auch da erwarte ich halt mehr. Es gibt halt so oft so Dinge, wo ich mir denke, wenn Deutschland damit nicht klarkommen kann, welches Land dann? Und das ist zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir denke, das ist eigentlich einfach. Es gibt hier so viele Diskussionen und Unterhaltungen. Es ist halt ein Aushandlungsprozess. Wie versteht sich die Gesellschaft? Was gehört zur deutschen Gesellschaft? Wie verstehen wir uns selbst? Was ist das Selbstverständnis? Und dann würde man solche Sachen aus dem Weg räumen. Und was kann jeder Einzelne von uns tun, um sich Rassismus entgegenzustellen? Also ich sag mal, das Wichtigste ist, wenn man Rassismus sieht, dass man sich halt im Prinzip nicht denkt, na gut, ist nicht mein Bier, tschüss, sondern dass man aufsteht und was sagt. Und das habe ich oft genug erlebt, also nicht bei mir, aber halt, wo ich gesehen habe, okay, da ist was passiert und da hat jemand gesagt, hier und nicht weiter. Und das ist ja auch das, wo immer ich mich gefragt habe, okay, was bedeutet dieses große Wort Solidarität? Und das ist es halt eben, dass man halt eben sagt, okay, ich bin Teil einer Gesellschaft und in der Gesellschaft setzt man sich füreinander ein. Das wäre irgendwie das Erste. Und vor allem bei solchen kleineren Dingen einfach auch mal selbst hinterfragen, sich selbst hinterfragen, nach dem Motto, warum habe ich diese Frage gestellt? Was wollte ich eigentlich damit ausdrücken? Ich finde, man sollte immer jede Frage stellen dürfen. Es kommt aber immer darauf an, wie man sie stellt, wann man sie stellt, wo man sie stellt und wer sie stellt. Und dann darf eigentlich jede Frage gestellt werden, auch wenn es ist, woher kommst du? Weil vielleicht will ich auch wissen, ob du Norddeutscher bist oder ob du eher aus dem Süden kommst, ist ja auch eine völlig in Frage, die in Ordnung ist. Also, aber ich glaube, dieser Mix macht es halt aus. Ja. Gut, dann haben wir jetzt genug über komplexe Themen gesprochen. dein Job als Logomoderator ist es ja, komplexe Themen so zu erklären, dass auch Kinder sie verstehen. Und tatsächlich haben wir zwei Kindermoderatorinnen da. Hi, 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 hi. Hi. Begrüßen Sie unsere Kindermoderatorin Paula und Camille. Du sollst diese Fragen, die sie dir gleich stellen werden, so kurz wie möglich beantworten. So 4 Sätze wäre ganz gut. Also ich und 4 Sätze, ich bemühe mich. Wenn ich zu lange quatsche, musst du mich unterbrechen. Kein Problem. Die erste Frage ist, was ist Rassismus? Dankeschön. Da machen wir ganze Erklärstücke zu.
die circa 1 Minute 30 sind. Was ist Rassismus? Rassismus ist, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion als anders behandelt werden als andere Menschen. Ganz grob gesagt. Warum dürfen Kinder in manchen Ländern nicht zur Schule gehen? Das frage ich mich auch manchmal. Weil leider die Politikerinnen und Politiker, aber auch leider auch die Gesellschaften nicht wissen, wie wichtig Bildung ist, beziehungsweise glauben, dass es wichtigere Dinge als Bildung gibt, was nicht stimmt. Warum flüchten Menschen aus ihrer Heimat? Weil sie vor Krieg, Armut, Kämpfen, Gewalt flüchten, aber auch, weil sie sich manchmal ein besseres Leben erhoffen, weil sie sich selbst keins in ihrem eigenen Land ermöglichen können. Warum macht niemand etwas gegen den Klimawandel? Weil man, also sie machen ja mittlerweile ein bisschen was, aber ich würde sagen, sie haben lange nichts gegen den Klimawandel gemacht, weil man gemeint hat, das wird gar nicht mal so ein großes Problem, beziehungsweise das dauert noch eine Weile und jetzt ist es das Problem da und man merkt, Entschuldigung, da gibt es noch ein wichtiges Und, weil man die Auswirkungen des Klimawandels oft nicht so direkt sieht. Also man macht nicht heute etwas und dann sieht man es morgen, sondern das dauert ja manchmal eine Weile. Warum gibt es arme und reiche Menschen? 4 Sätze. Ja, das wird schwierig, glaube ich. Das hat vielerlei Gründe. Einer von ihnen ist, dass diese Menschen oft andere Ausgangsvoraussetzungen haben, anderen Startpunkt. Warum haben so viele Menschen in den USA den orangenen Mann gewählt? Eine Frage, die ich mir nicht beantworten kann. Ist unerklärlich. Es ist unerklärlich. Ich kann es gar nicht erklären. Da scheitere ich auch, weil ich verstehe es selbst nicht. Aber warum? Amerika ist halt immer für eine Überraschung offen. Das war's auch schon. Wow, danke. Also danke an euch beide. Fandest du das jetzt schwer? Jein. Also ich finde es ehrlich gesagt super. Ihr müsstet mal zu uns in die Redaktion kommen. Weil das sind im Prinzip, wenn ich mich abends und abends nachmittags hinsetze und anfange, meine Moderation zu schreiben, dann ist es genau das, was ich machen muss. Nimm etwas, was in einem, sowas wie Rassismus, und erklär das mal in 25 Sekunden. Und das ist ja meine Aufgabe. Ich muss sowohl, das machen wir sowohl in unseren Beiträgen, aber hauptsächlich in unseren Moderationen, ich muss den Zuschauerinnen und Zuschauern die Info geben, die sie brauchen, um den Beitrag zu verstehen. Und oft habe ich da nur 25, manchmal kitzel ich 30 Sekunden raus. Aber das war eine super gute Übung. Da muss man sich halt irgendwie so auf die Basics konzentrieren und dann auch mit Sätzen arbeiten, die zeigen, was ich sage, ist jetzt nicht das Ende der Fahnenstange, sondern da gibt es noch mehr, aber diese Punkte sind vielleicht die wichtigsten. Also überlegst du dir die Erklärung selbst, wenn du moderierst, oder macht das die Redaktion? Ein Mix aus beidem. Also wir kriegen ja immer einen Anmoderationsvorschlag, das könntest du sagen, aber jeder Mod von uns hat ja seine eigene Art. Also die einen machen es eher, also wenn ich zum Beispiel ein Thema habe, was eher so persönlich, wo ich auch eine persönliche Geschichte zu habe, dann versuche ich manchmal über die persönliche, mein Gott, persönliche Ecke reinzukommen. Heute ist das reinzukommen. Wenn das nicht geht, dann gucke ich halt, okay, gibt es etwas aus dem Alltag, was die Kinder vielleicht kennen, weil es soll ja auch nicht langweilig sein. Aber da hat jeder so seine unterschiedliche, also wirklich seine eigene Herangehensweise und es ist ein Prozess zwischen Redaktion und Moderation, dass wir das hinbekommen. Und wie geht ihr sicher, dass die Kinder das auch wirklich verstehen? Wir haben zum Glück viele Eltern bei uns in der Redaktion, die Kinder haben und wir haben jeden Tag eine Sendekritik. Also
jeden Abend nach der Sendung, wir arbeiten ja im Prinzip den ganzen Tag an der Sendung und abends nach der Sendung besprechen wir uns kurz, was lief gut, was lief nicht so gut. Manchmal fallen mir auch direkt Fehler ein, Sachen, wo ich sage, ja, es ist nicht ganz gut gelaufen oder es war nicht ganz glatt, das war nicht ganz charmant. Und am nächsten Tag guckt sich dann jemand, der nicht an der Sendung beteiligt war, weil sonst haben sie ja einen Bias, guckt sich die Sendung mit der Lupe an und nimmt dann jedes Wort auseinander. Und ein Kind oder ein Erwachsener? Ein Erwachsener. Aber da fließt dann oft, ich habe mit meinem Sohn, mit meiner Tochter gesprochen und die haben das und das gesagt. Und wir versuchen in regelmäßigen Abständen, Corona hat uns da ein bisschen zurückgeworfen, Schulen zu besuchen. Also eben Schulen besuchen. Und dann gehen wir in die Klassen und dann gucken wir mit den Sendungen, wo wir zum Beispiel oft sehr darüber diskutiert haben, war das Thema verständlich oder nicht. Und dann gehen wir mit diesen Beiträgen in die Klassen und gucken, okay, sind wir komplett Gaga oder verstehen die Kinder tatsächlich das, was wir sagen wollen? Was nehmen sie mit, was nehmen sie nicht mit? Und dann kommt das zurück und dann wird das darüber bei uns in der Sitzung diskutiert und dann versuchen wir daraus für die nächsten Sendungen zu lernen. Also wir können immer etwas besser machen. Ich glaube, es gibt keine Sendung, wo wir immer sagen, das war perfekt. Das habe ich, glaube ich, bei Logo noch nie erlebt. Aber wir gucken, dass wir uns immer steigern, soweit es geht. Und eben durch Klassenbesuche, durch eigene Kinder bei uns, also in der Redaktion von Kolleginnen und Kollegen, dass wir da die Kinderexpertise reinbekommen. Vielleicht könntet ihr euch auch so Redaktionskinder eben, quasi das zulegen. Das wäre wirklich praktisch. Das also einfach mal Idee. Zwei Sidekicks zu haben. Wir haben, und das war ja auch, wo ich mir denke, Corona, meine Güte, wir hatten immer Schülerpraktikantinnen und Praktikanten. Die waren zwar jetzt nicht direkt in eurem Alter, die waren ein bisschen älter, aber die waren zumindest noch näher dran an der Zielgruppe. Weil mit meinen 25 bin ich, ja, Logo ist so, ja, 8 bis 12 offiziell, bin ich halt gute 13 Jahre zu alt. Und deswegen. Und ein Politikstudium noch dazu. Eben. Zu alt. Und das ist aber auch so zum Beispiel ganz wichtig. Wir gehen dann auch oft in Klassen und fragen, welche Begriffe versteht ihr und welche nicht. Weil das war für mich eine der größten Herausforderungen am Anfang. Welche Wörter kann ich eigentlich benutzen? Und ich habe irgendwann gemerkt, okay, es gibt viele Wörter, die ich gar nicht so benutzen kann, weil die Erwachsenen-Nachrichten droppen ja alles Mögliche. Europäische Union, Rassismus, Diskriminierung, Alltagsrassismus, das könnte ich nie einfach so stehen lassen, sondern da müsste eine Erklärung dazu kommen. Und das war für mich so ein Lernprozess, weil ich gemerkt habe, okay, die Moderation wird länger und ich habe keine Zeit. Und da hat man mit der Zeit dazu gelernt, wie man es kurz und knackig und trotzdem verständlich halten kann. Wir haben jetzt ein Erklärvideo rausgesucht, wo Logo ein besonders kontroverses Thema erklärt. Lass mich raten. Ja, Israel-Palästina? Nee. Kosovo? Kontrovers an sich ist es nicht. Kontrovers ist eher dann die Reaktion darauf gewesen. Genau. Okay, schön. Also das schauen wir uns gerade mal an. Ein weiterer Grund, warum die anderen Parteien die AfD ablehnen. In der AfD gibt es einige Menschen, die rechtsextreme Ansichten haben. Rechtsextreme denken, dass nicht alle Menschen gleich viel wert sind. Sie finden zum Beispiel, dass Menschen, die aus anderen Ländern stammen, in Deutschland nichts zu suchen haben und hassen Menschen mit anderen Hautfarben oder Religionen. Nach der Veröffentlichung dieses Beitrags gab es Vorwürfe von der AfD, dass Logo parteipolitisch agiert und Propaganda betreibt. Was entgegnest du dieser Kritik? Das war ja nicht nur ein Vorwurf, es gab eine Aktuelle Stunde im Bundestag wegen dieser 1,30. Das ist auch bei uns, bei unserem Intendanten gelandet. Also da haben wir auch so gesagt, so puh, also die sollen sich das Erklärstück einfach nochmal angucken. Und das war ja auch unsere Reaktion. Wir haben ja nichts gesagt, was falsch ist, sondern das wurde ja, ich habe mich tatsächlich, als ich gesehen habe, gefragt, wir haben ja nur rechtsextrem gesagt, aber oder rechtspopulistisch, ich weiß es gar nicht mehr, aber die Gerichte hatten ja sogar extremere Begriffe zugelassen. Also wenn Björn Höcke Faschist genannt werden darf, dann ist das harmlos. Und wir haben sie gefragt, wo ist der Fehler? Und da gibt es ja genug Aussagen von seitens der AfD, die eben sagen, die Aussage trifft zu. Und wenn ihnen das nicht passt, kann ich verstehen, ich finde das ja auch nicht gut, aber dann haben sie es ja in der Macht, etwas daran zu ändern. Habt ihr denn den Anspruch, immer 100% neutral zu sein oder wollt ihr den Kindern auch bestimmte Werte mitgeben? Also Fakten sind Fakten. Also wir versuchen auch wirklich immer, vor allem bei den Erklärstücken, objektiv, neutral die Fakten wiederzuspiegeln.
Aber klar gibt es bestimmte Werte, die halt auch in Deutschland vorherrschen sind, die wir mitvermitteln. Beispiel Bildung. Wenn ich irgendwo einen Beitrag habe zu Kinderarbeit, dann ist es klar, dass wir als deutsche Kindernachrichtensendung sagen, Kinderarbeit ist schlecht, weil man vor allem dadurch keine Bildung bekommt. Also da die Bildung wird vernachlässigt. Und in anderen Ländern mag das vielleicht ganz anders sein. Für die profitieren sie mehr durch diese Kinderarbeit als durch die Bildung. Aber als deutsche Kindernachrichtensendung, wo Bildung ein großes Gut, wirklich ein hohes Gut ist, ist unsere Position auch in unseren Beiträgen, Bildung ist wichtig. Kann man natürlich sagen, das ist ein Wert, den wir vermitteln, aber so ist es ja auch. Also wir halten, unsere Werte orientieren sich natürlich am Grundgesetz und da steht halt nun mal drin, dass Bildung wichtig ist. Geht damit auch eine besondere Verantwortung einher, als jetzt beispielsweise bei, ich sag mal, Erwachsenen-Nachrichten? Definitiv. Also unsere Aufgabe ist es, Kinder zu informieren. Kinder haben ein Recht auf Information, deswegen wurde Logo erschaffen, weil die Kinderrechtskonvention sagt, auch Kinder haben ein Recht auf Information. Das heißt, unsere oberste Aufgabe ist es, Kinder mit den Informationen auszustatten, damit sie diese verrückte Welt und das, was um sie herum passiert, verstehen können. Und na klar ist es für uns wichtig, dass wir, also unsere oberste Priorität ist, zu informieren und keine Angst zu schüren. Also und dass wir ausgewogen sind, dass wir versuchen, ein möglichst großes und rundes Bild zu vermitteln. Klappt das immer? Wahrscheinlich nicht, weil man wird immer Abstriche irgendwo machen müssen. Ich kann nicht in 1:30 den Nahostkonflikt erklären. Also da machen Leute ganze Dokumentationen drauf. Klar machen wir irgendwo Abstriche, aber und es ist immer ein Selektionsprozess. Aber unser Anspruch ist immer, wir packen die Informationen rein, die unbedingt wichtig sind, um das Thema zu verstehen. Wir sagen auch immer, es ist ein kompliziertes Thema. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Wir können da natürlich nicht alle nennen, aber da gehen wir ganz offensiv mit um. Wir sagen nicht, hier, bitteschön, das ist im Prinzip die ganze Geschichte in 1:30. Machen wir ja nicht. Sondern wir haben dann ja auch immer ganz viel Content auf logo.de, unserer Webseite, wo wir sagen, na gut, das war jetzt ein Aspekt. Diese beiden Aspekte haben wir euch auf logo.de erklärt, damit wir vor allem Kindern, die mehr über dieses Thema erfahren wollen, etwas an die Hand geben, damit sie nicht alleine dastehen. Was wir auch im Video gesehen haben, ist, dass Sachverhalte stark vereinfacht werden müssen, damit Kinder sie verstehen. Wie weit darf man denn vereinfachen, ohne dass Tatsachen verfälscht werden? Unsere Aufgabe, und das ist ja auch sowohl in Stücken als auch in Moderationen, komplizierte Themen einfach verständlich darzustellen, ohne zu banalisieren. Es darf nicht irgendwie banal werden, das Thema. Wir haben auch oft Diskussionen mit, war das zu vereinfacht oder war das genau richtig? Und ich glaube, da gibt es auch nicht die eine Meinung dazu, dass man sagt, okay, das war jetzt definitiv zu vereinfacht. Aber es ist manchmal auch eine Diskussion bei uns. Aber deswegen, an so einem Stück arbeitet ja in der Regel eine Kollegin, ein Kollege. Das wird dann von einem anderen Kollegen oder einer Kollegin, unsere Schlussredakteure sind das, die im Prinzip für die Sendung am Abend verantwortlich sind, gegengelesen, abgenommen. Vor allem bei Themen, die kompliziert sind, lassen wir nochmal Expertinnen und Experten drauf gucken. Das heißt, wir versuchen, weil klar, wenn man den Nahostkonflikt auf 1:30 runterbricht, dann wird man Abstriche machen müssen. Und dann, bei uns ist das Prinzip, je mehr Augen drauf gucken können, desto besser. Das bringt das Produkt ja eigentlich nur noch weiter und es macht es ja nur noch besser. Und das ist manchmal aufwendiger als bei anderen Beiträgen. Ich denke, wenn man ein ganz einfaches Thema hat, wie... Obwohl, selbst das ist ja nicht einfach. Das Verrückte ist ja, dass die einfachsten Themen manchmal so kompliziert erscheinen. Warum ist Schlafen wichtig, hatten wir zum Beispiel mal. Hört sich ganz einfach an, aber da gibt es ganz viele unterschiedliche Gründe. Und deswegen sind auch unsere Erklärstücke, wie wir sie nennen, das ist bei uns so die, ich sag mal, das Schwierigste, was man machen kann. Also als ich eingearbeitet wurde bei Logo, war eine meiner Aufgaben, schreibt ein Erklärstück. Und das Erklärstück war zu Geschlechtsumwandlung, weil... Ich dachte, es war Föderalismus oder Geschlechtsumwandlung und ich meinte, ja, Föderalismus, easy.
Na gut, du kennst dich mit Politik aus, also machen wir das nicht. Nimm das Schwierige, mach Geschlechtsumwandlung, war dann das Thema. Und versuch Geschlechtsumwandlung in 1:30 zu erklären. Mit dem allem, was da passiert, ist nicht ganz einfach. Deswegen, da sitzen auch viele und grübeln und wir sitzen dann auch oft zu viert, zu fünft und denken nach, wie können wir die Geschichte am besten erzählen. Und da kommen wir auch Moderatoren dazu, weil wir müssen es ja im Endeffekt verkaufen und anmoderieren. Und deswegen gucken wir da, dass wir da alle auf derselben Linie sind. Wie wirkt Logo denn der mit der Vereinfachung verbundenen Stereotypisierung entgegen? Nochmal? Wie wirkt Logo der mit der Vereinfachung verbundenen Stereotypisierung entgegen? Auch immer ein Riesenthema bei uns. Also wir versuchen ja tatsächlich, Stereotypen entgegenzutreten. Wir sagen, es ist nicht immer der Arzt, sondern wir haben auch also gerade dieses Thema Gleichheit, Mann, Frau, junge Mädchen ist bei uns ganz, ganz wichtig. Auch Diversität, dass wir in unseren Erklärstücken zum Beispiel nicht nur weiße Emos heißen diese Männchen, nicht nur weiße Emos haben, sondern auch schwarze, braune, dass wir halt nicht nur Männer, sondern auch Frauen haben, dass wir auch Menschen mit Einschränkungen irgendwie zeigen. Das ist immer bei uns ein Prozess, also das ist auch immer eine Diskussion bei uns, ob das gut geklappt hat oder nicht. Und, aber wir versuchen schon so, ich sag mal, die klassischen Dinge. Junge in Blau, Mädchen in Pink ist bei uns ein No-Go. Also wer mit dieser Idee bei uns um die Ecke kommt, der kriegt direkt wirklich Blicke auf sich gezogen. Ganz, ganz schlechte Idee. Wir versuchen es halt eben durch die kleinen Dinge. In Erklärstücken sprechen wir von Ärztinnen und von Erziehern. Also dass wir halt gucken, wir versuchen gerne diese typischen Berufe, wo man sagen könnte, das ist Mann, Frau zum Beispiel, eher umzudrehen. Und wir versuchen, also wir gendern ja nicht mit dem Sternchen, das machen wir nicht, aber wir versuchen immer beides zu sagen. Also das mache ich auch in den Moderationen, dass wir immer gucken, dass wir sowohl das eine als auch das andere Geschlecht erwähnen. Du musst dich ja als Nachrichtensprecher intensiv mit allem Übel der Welt befassen. Terrorismus, Hungersnöte, Massensterben, Krieg. Macht dir das nicht zu schaffen? Man wird ab einem gewissen Punkt, habe ich gemerkt, es überrascht dann einen nicht mehr. Also als das zwischen Israel und Gaza passiert ist, ich war nicht überrascht. Also es wäre gelogen, wenn ich sage, ich war überrascht. Es ist schlimm, was dort passiert, aber überrascht hat es mich nicht. Ich will nicht sagen, man stumpft ab, aber man gewöhnt sich halt schon dran. Und das ist halt der Prozess, wo man sich immer dran erinnern muss, okay, das ist für dich zwar gewöhnlich, weil du halt dich sehr mit Nachrichten beschäftigst, aber es ist halt immer noch eine ungewöhnliche Sache für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Deswegen gucke ich auch, wenn ich frei habe, wenn ich nicht moderiere und auch nicht als Reporter unterwegs bin, manchmal gönne ich mir auch einfach ein paar Tage Nachrichtenpause und dann heißt es am nächsten, also wenn ich dann wieder einsteige, die Nachrichten aufholen. Ich gucke dann zwar noch Nachrichten, also ich bin tatsächlich jemand, der gerne Nachrichten guckt, auch amerikanische Nachrichten gucke ich gerne, weil ich das interessant finde, was dort abgeht. Und dann gucke ich, dass ich mich irgendwie breit gefächert informiere und auch mal Nachrichten mir angucke oder durchlese, die halt jetzt nicht vielleicht direkt mit dem ganzen Übel der Welt zu tun haben, sondern auch mal Wissenschaftsnachrichten oder sonst was. China, die eine Raumstation bauen zum Beispiel. Sowas. Wir stellen es uns ganz schön schwierig vor, das alles dann noch Kindern zu erklären. Deswegen die Frage aller Fragen an einen Logo-Moderator. Wünschst du dir manchmal nicht lieber stattdessen irgendwie das Heute-Journal zu moderieren oder so? Wäre das nicht irgendwie einfacher? Also einfacher, ohne den Kollegen zu nahe treten zu wollen. Also ich kann mir vorstellen, also das Heute-Journal ist ja auch nochmal, ich sag mal, eine Königsdisziplin für sich. Aber es ist als Moderator ist es tatsächlich einfacher, wenn du easy sagen kannst, na gut, ich muss mir keine Gedanken machen, ob Brexit, Europäische Union und Pipapo, sondern ich kann diese Sachen einfach setzen. Manchmal denke ich mir, ach, du hast so einen schönen Moderationsbogen gerade gemacht, das ist so eine schöne Geschichte. Und ich denke mir, ach, das passt perfekt. Und dann kommt mein Schlussredakteur oder meine Schlussredakteurin und sagt so, das wird so nicht gehen, weil das versteht man sonst nicht. Und ich so, schade. Logo, wenn man denkt, und das ist ja oft auch ein Reflex, ach, es sind ja nur die Kindernachrichten. Nach dem Motto, dann denke ich mir so, ja, probier einmal bei uns einen Beitrag zu machen, viel Spaß. Es ist nicht einfach. Und das Verrückte ist ja, wenn ich zum Beispiel mit Korrespondentinnen und Korrespondenten Schaltgespräche habe, ich habe so oft den Satz gehört, wir haben den größten Respekt vor der Schalte mit Logo, weil
sie halt ganz anders denken müssen. Und das sind jetzt nicht irgendwie Korrespondenten, die jetzt nicht lange mit dabei sind, sondern das war zum Beispiel unsere Studioleiterin in Brüssel, die das Thema Europäische Union ist an sich schon kompliziert und versucht dann die Europäische Union Kindern zu erklären, die irgendeine, ich glaube, das war irgendein Gipfel, der geplatzt ist. Und wir führen dann immer Vorgespräche, weil dann gehen wir schon mal die Fragen durch und dann gucke ich, was sie sagen können. Und dann sage ich, dieses Wort lieber nicht, dieses Wort. Und die sagen dann auch von sich, es ist nicht, also man denkt sich, ach, ist einfach. Nein, es ist halt eben gar nicht einfach. Und jeder, der mit uns zusammenarbeitet, merkt auch, wir wollen so verständlich, wie es auch nur geht, sein. Und deswegen basteln wir auch lange an Beiträgen rum. Ich kann mich erinnern, ich war am Anfang sehr ungeduldig. Also als ich bei Logo angefangen habe und meine Moderationen wurden alle auseinandergenommen. Ich habe zwischenzeitlich wirklich mich hingesetzt und gedacht so, ist das vielleicht der falsche Job für dich? Weil anscheinend machst du ja keine gute Arbeit, weil deine Moderationen werden alle auseinandergenommen, bevor sie auf Sendung gehen, weil sie entweder zu kompliziert sind oder nicht richtig gestrickt sind oder sonst was oder etwas unverständlich ist. Aber nach einer Zeit habe ich gemerkt, ja, das ist halt, ich hatte großen Respekt vor Logo, aber nach diesen ersten Monaten Logo-Moderation wurde Respekt eigentlich irgendwie nur noch größer, weil es ist nicht so einfach, wie es vielleicht manchmal scheint. Aber es macht ja auch richtig Spaß. Ja, also ich finde, das ist ja die Herausforderung. Also ich mag immer so eine Herausforderung zu haben. Und die schönsten Herausforderungen sind diese komplizierten Themen, wo man eigentlich denkt, wo fange ich an? Also wirklich Israel-Palästina finde ich als Nachrichtenthema super, weil da bin ich gefragt. Also das ist halt, da muss ich mir wirklich, meine Gehirnzellen müssen richtig arbeiten und da muss ich mir einen guten Einstieg überlegen. Das sind so die Momente, wo man ja wirklich seine Kompetenz zeigen kann, Schwieriges einfach und verständlich zu erklären, ohne es zu banalisieren. Und deswegen macht das auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Also kannst du dir für den Moment nichts anderes vorstellen? Wie sagen es immer Leute, ich bin glücklich da, wo ich gerade bin. Sehr schön. So, das wäre es jetzt erstmal mit den Fragen hier im Sitzen, denn wir machen noch etwas Spaßigeres. Als schön, Fragen beantworten. Spaßig ist super. Wie du vielleicht schon in der Bio gesehen hast, in der Bio, die wir davor gemacht haben, haben es uns diese Logomännchen oder Emos, wie die heißen, ist wirklich richtig angetan. Deswegen kriegen wir hier gleich Werkbänke hingestellt und Bastelmaterialien und bekommen die Aufgabe, uns als Logomännchen zu basteln. Wir haben Schablonen, deswegen wird es nicht ganz so schwer. Okay, das aber ist gut. Natürlich ein Wettbewerb ist oder ein Spiel macht keinen Spaß, ohne dass es auch ein Wettkampf ist. Das heißt, es geht auch darum, wessen Männchen am besten aussehen wird. Und das Publikum wird zum Schluss mit Hilfe von Applaus darüber entscheiden. Oh, das ist schlecht. Ich verliere nämlich immer bei solchen Bastelabstimmungen. Stellst du dich in die Mitte? Ich stelle mich einfach zuerst mal dahin und dann einfach nur, dass wir den Abstand noch beibehalten. Ja. Dann können wir nämlich gleich die Maske nochmal ausziehen. Also ich stelle mich gerade dahin. Und ich gehe hier. Du gehst dahin und ich glaube, vom Abstand her könnten wir dann auch die Maske gleich wieder ausziehen. Stimmt. Komm. Und Pauline kommt gerade noch da drüben dazu. Und hier haben wir unsere Schablonen und Bastelmaterial. Wow, es wird hier so richtig bunt sogar. Okay, das ist die Schablone. Vielen Dank. Das Praktische ist, sie haben ja keine Hände. Das habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Warum haben die Dinger keine Hände? Ja, warum haben die eigentlich keine Hände? Gute Frage. Frag unsere die Designagentur, die das entwickelt hat. Die haben irgendwann ihre Hände verloren. Das war auch ein Schock für die Redaktion, wurde mir erzählt. Weil als das vor 10 Jahren eingeführt wurde, dieses neue Design, wurde das dann vorgestellt. Und das macht ja, also es wurde dann, macht ja ein kleiner Kreis und dann wird es der ganzen Redaktion vorgestellt und dann waren auf einmal die Hände weg und das war dann so, okay. Aber ich finde es eigentlich ganz charmant, das hat was. Also ich würde sagen, wir sollten mal vielleicht die Sachen ein bisschen verteilen, damit Das habe ich auch gerade gefragt, ja. Pauline braucht nämlich auch ein paar Scheren und Schablonen, glaube ich auch. Genau. Machen wir einfach mal so. Dankeschön. Und Kleber brauchst du, glaube ich, auch, oder? Ja, danke. Top. Dankeschön. Und eine Schere. Okay, ich glaube, wir können mal. Ich brauche einen Schablon. Oh, dann könnt ihr euch so ein Ding teilen, wenn ihr im gleichen Teil seid? Spielen wir auf Zeit?
Nee, wir haben so viel Zeit, wie wir wollen. Dankeschön. Das heißt, ich glaube, es sind genügend Teile, die man noch machen muss, als dass es jetzt allzu kritisch werden würde. Ja, das stimmt. Du wirkst ein bisschen gestresst. Na, das Ding ist halt, wir hatten so zwei Reporter-Challenges und ich sollte die Deutschlandkarte malen. Und ich fand, meine Deutschlandkarte war deutlich näher dran als die von meiner Kollegin Magdalena. Aber unsere Userinnen und User auf Instagram haben anders abgestimmt. Deswegen, und ich hatte eine andere Challenge mit ihr, wo die Drachen basteln sollten. Und da habe ich auch den Schönheitswettbewerb verloren. Von daher bin ich etwas aufgeregt. Also deine einzige Challenge heute. Ach, du hast schon angefangen? Ja, ich habe schon angefangen. Wir dürfen schon anfangen. Hey, wir machen es nicht auf Zeit. Also. Deine einzige Challenge heute wird es tatsächlich sein, dir einen kleinen, ich sag mal, Fragenhagel von uns gefallen zu lassen, indem wir ein paar Wortspiele verwendet haben. Aber das wirst du dir, glaube ich, gleich auch einfach anhören müssen und antworten müssen. Deswegen die erste Frage: Was tust du, wenn du deinen Kopf verlierst? Wenn ich meinen Kopf verliere? Wenn du deinen Kopf verlierst. Was heißt das? Wenn du nicht mehr ganz weiter weißt, so wirklich. Dann, du meinst auf der Arbeit jetzt beispielsweise, wenn ich nicht weiterkomme? Im Leben allgemein. Ach so, also auf der Arbeit, wenn ich nicht weiterkomme, das ist halt das Schlechte im Homeoffice, aber na gut, in der Logo-Redaktion war es auch nicht besser. In der Logo-Redaktion gibt es immer Süßigkeiten, ganz schlechtes Zeichen, weil jedes Mal, wenn ich nicht mehr weiter wusste, bin ich hingerannt und habe Süßigkeiten genascht. Jetzt habe ich zu Hause zum Glück keine Süßigkeiten, die gibt es bei mir nicht, weil ich sonst permanent Süßigkeiten essen würde. Aber ich esse trotzdem irgendwas dann. Dann stehe ich auf und fange an, irgendwas zu naschen. Mittlerweile sind es Nüsse. Und und wenn ich den Kopf frei kriegen möchte, weil ich irgendwie am Limit bin, dann gehe ich meistens laufen. Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, ich glaube, ich höre Musik und grübel so lange, bis es irgendwie klappt und schlafe dann an dem Abend schlecht. In welchen Situationen braucht man so ein richtiges Fingerspitzengefühl? Allgemein oder auf die Arbeit bezogen? Du darfst alle Fragen auf das beziehen, auf das du sie beziehen möchtest. Also Fingerspitzengefühl, jetzt sagen wir mal auf der Arbeit, ist bei allen Themen, die so halt so mega polarisieren. Also ich glaube, bei Themen, wo man definitiv so oder so einen Shitstorm bekommen wird, Beispiel Israel-Palästina, man wird es nie der einen noch der anderen Seite irgendwie recht machen können. Und wir bekommen ja auch immer ein relativ durchwachsenes Feedback immer danach, weil jede Seite fühlt sich irgendwie nicht korrekt repräsentiert. Und da muss man halt wirklich, also aufpassen ist falsch gesagt, aber da muss man Fingerspitzengefühl haben, wie man etwas formuliert, damit es auch einfach richtig ist und nicht falsch ist. Bist du denn eher grob oder Feinmotoriker, so zum Thema Fingerspitzengefühl? Gute Frage. Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, aber ich würde schon eher sagen Feinmotoriker. Ich bin jemand, der so gerne auf Details achtet, deswegen bin ich wahrscheinlich auch mega langsam gerade. Wie schnell seid ihr? Nein, ihr seid noch nicht. Auch langsam. Ach, Moment, das Ding hätte ich, ach so, warum male ich das eigentlich nochmal? Ich weiß auch nicht so ganz. Ja, na gut, unsere Emos. Aber wenn du dich in Pink haben möchtest, dann geht das natürlich auch. Naja, unsere Emos sind oft, also was heißt oft, die sind eigentlich in Lila, deswegen dachte ich so, ich mache es richtig korrekt. Ja, da kennen wir uns leider nicht ganz so gut aus. Aber nein, warte. Vergisst, was ich gemacht habe. Aber möchtest du mir eigentlich die Blau von da drüben vielleicht mal kurz reichen? Dankeschön. Könnt ihr mir so eine Gelb geben, bitte? Das, ja. Nein, warte, das andere. Das ganze Gelb, okay. Dankeschön. Stehst du denn mit beiden Beinen im Leben? Ja, doch. Also ich würde schon sagen, hast du die Füße? Ja, ich habe die Füße, aber du kannst gerne haben. Also. Ich würde schon, ja, doch. Also ich habe letztens noch zu meiner Mama gesagt, irgendwie, ich merke gerade, ich werde halt erwachsen. Also spätestens seitdem ich halt den Führerschein habe, merke ich so, Mist. Den hast du doch schon länger. Ja, aber den Deutschen heißt nicht. Und mit dem Deutschen kommt ein komplettes neues Paket dazu. Versicherung hier, Versicherung da, TÜV-Plakette und dann gibt es noch die Umweltplakette. Und ja, da gibt es einiges, worauf man halt irgendwie achten muss. Und ich habe dann irgendwie wirklich gesehen, weil sie meinte zu mir, freust du dich? Und ich so, ja, doch schon. Und jetzt auch mit dem Auto und so, und meinte ich so, ja, aber ich fühle mich alt. Und es gibt halt immer so öfters, also die Steuererklärung war auch so ein Moment, wo ich meinte, okay, du bist definitiv alt. Also lässt die deutsche Bürokratie einen einfach alt fühlen zum Schluss? Naja, jein, es ist gar nicht mal die deutsche Bürokratie, aber es ist halt so, wenn man merkt, okay, man hat so Verantwortung mittlerweile.
dann, ja. Ja, da kommt das Fingerspitzengefühl durch, würde ich mal sagen. Ja, und auch die Blindheit. Okay, warum mache ich das eigentlich so? So. Hat dich denn schon mal jemand so richtig an der Nase herumgeführt? Mein Bruder bestimmt irgendwann. Mein Chef. Oh ja, das kann ich nicht. Also was hat er denn getan? Mein Chef hat mich angerufen, um mir mitzuteilen. Nach dem Moderationscasting sind dann so 2 Monate vergangen. Und dann rief er mich irgendwann an und meinte, Scherif, passt das bei dir gerade? Und ich so, ja, ja, klar. Und er so, ja, wir müssen nämlich reden. Ich so, okay. Dramatische Pause. Mhm. Und er so, ja, du warst ja bei unserem Moderationscasting. Ich so, ja. Und jetzt sind ja 2 Monate vergangen. Ja. Wir haben jetzt auch ein Ergebnis. Ich so, okay. Wir haben uns jetzt entschieden, ich so, jetzt komm, ey, sag endlich. Also er hat auch wirklich immer auch diese dramatischen Pausen gemacht. Und er so, das wird leider, und ich dachte, okay, das wird leider ist schon das Indiz, dass es halt, na gut, das wird, meinte, das wird leider nichts mit deiner Karriere als in der Wissenschaft, du kommst nämlich zu Logo. Und ich so, nein. Und er so, doch. Und ich so, nein. Und er so, doch. Und dann hat er gesagt, wir würden dich gerne als Moderator haben. Und der war wirklich immer für so einen Spaß zu haben. Und aber ich glaube, ja, das war, glaube ich, so der letzte Moment, wo ich an der Nase herumgeführt wurde. Hat dir schon mal ein Fan schöne Augen gemacht? Wie bitte? Ein Fan schöne Augen gemacht? Mhm. Weiß ich nicht, ob man das als schöne Augen, nein, glaube ich nicht. Also wir bekommen die Zuschauerpost, finde ich immer ganz süß. Oder auch auf, ich finde halt, wenn so Leute auf, also Jugendliche Kinder auf Instagram schreiben. Letztens schrieb jemand, meine beste Freundin findet sich so toll, kannst du ihr bitte zum Geburtstag gratulieren? Und dann schreibt mir die beste Freundin noch dazu, nein, sie findet dich toll, aber sie will es nicht sagen. Und ich so, okay. Süß. Aber ich finde sowas, also ich liebe ja Zuschauerpost. Ich liebe es auch, wenn wir irgendwie früher hatten wir Besuch im Studio oder kam ab und zu mal Besuch rein. Und das fand ich halt immer super. Also vor allem, weil wir halt in so einem riesengroßen grünen Raum stehen, dann finde ich es halt echt sympathisch, wenn man mal mit der Zielgruppe zu tun hat. Kriege ich vielleicht die Füße wieder? Ach so, ja. Dankeschön. Mein Gott, ihr seid 1000-mal schneller als ich. Was machst du? Ja, aber das sind eher die kleinen Teile, die brauchen auch ein bisschen länger, oder? Ja. Jetzt mal so ganz unter uns. Hast du denn momentan ein Auge auf jemanden geworfen? Ich wünschte, ich hätte die Zeit dazu. Also, ich sag mal so. Das ist doch so diese Standardantwort, ich habe einfach keine Zeit dazu. Nein, aber es ist tatsächlich, also ich muss etwas weiter ausholen. Mhm. Ich war während meiner Schulzeit auch relativ aktiv. Mhm. Hab viel gemacht. Und meine Ex-Freundin fand das immer richtig schlimm. Also die ist regelmäßig, die fand das regelmäßig einfach nur schlimm, wie viel ich gemacht habe, weil ich, wenn ich arbeite, auch gerne 130% gebe. Und und deswegen, ergo sie ist meine Ex-Freundin. Und das ist halt gerade nicht anders. Also ich habe so einen verrückten Alltag. Da habe ich letztens noch mit meiner besten Freundin darüber gesprochen und sie meinte, wer soll das bei dir mitmachen? Und ich meinte, das ist eine gute Frage. Und es ist tatsächlich so, also meine 2 Kollegen, Tim und Jenny, sind ja verheiratet. Ja. Das macht auch Sinn, weil du hast halt so einen verrückten Alltag, der sich auch gefühlt stündlich ändern kann. In der einen Sekunde bin ich auf Studienfahrt in Brüssel, in der anderen Sekunde ruft mein Chef an und sagt, kannst du heute Abend Logo moderieren? Sowas ist normal. War das eine echte Situation? Ja, ja. Oder ich bin eigentlich auf Dreh in Tübingen und dann wird irgendjemand krank und dann ruft meine Chefin an und sagt, kannst du morgen um 6 Uhr morgens zurückfahren, weil wir was aufzeichnen müssen. Das heißt, oder ich sitze morgens noch in der Wohnung und frühstücke und mittags sitze ich schon im Zug nach Berlin. Man muss halt in unserem Job extrem flexibel sein. Das heißt, man muss auch mal kurzfristig seine Pläne umschmeißen müssen.
Meine Mama war aus Kairo Besuch, sollte am Abend zurückfliegen. Wir sind am Ende gemeinsam nach Frankfurt gefahren, weil ich am Abend Logo moderieren musste, weil jemand krank geworden ist. Und deswegen, da muss man eine gewisse Flexibilität haben, die das Privatleben oft in den Hintergrund rücken lässt, um es mal so zu sagen. Wurde dir denn schon mal das Herz gebrochen? Deswegen ist das so dick, sorry. Ich würde sagen, als meine Ex-Freundin und ich uns getrennt haben, das war jetzt, nicht so schön. Aber Herz gebrochen, ich glaube wahrscheinlich als Kind irgendwann, meine erste große Liebe oder so, aber daran kann ich mich gerade nicht so ganz erinnern. Aber ich war, jein, sagen wir mal jein. Okay. Wann war das letzte Mal, als du einfach so richtig oder gerne so richtig jemand den Hals umgedreht hättest? Kommst du das mal vor? Ja, oh ja. Ist es jetzt gerade wir, weil wir dich dazu zwingen, sowas mit uns zu machen? Nein, gar nicht. Ich liebe Basteln eigentlich. Eigentlich aber nicht. Eigentlich? Ja, das jetzt spricht nicht, für sich selbst. Vor allem dann, wenn ich so langsam bin und ihr mega schnell seid. Was war nochmal die Frage? Wann du das letzte Mal jemanden den Hals umdrehen wolltest oder das gerne gemacht hättest. Also mittlerweile, wenn ich auf der Autobahn bin, also ich weiß, es hieß immer in der Theorie, man soll ganz ruhig sein mit den ganzen LKW-Fahrern, bla bla bla, aber ich habe manchmal ehrlich gesagt keine Geduld. Da denke ich mir so, wie fährst du eigentlich? Das ist, glaube ich, der letzte Moment, wo ich jemanden den Hals umdrehen wollte. Aber ich bin eigentlich ein friedliebender Mensch. In welchen Situationen sagt dein Bauch ja und dein Kopf nein? Bei den Süßigkeiten, oder? Mit denen, die du naschst, wenn du definitiv den Kopf verlierst. Aber der Kopf, der setzt sich halt nie durch. Und der Kopf sagt dann, nimm dir nur eins, aber aus eins wird 10. Nimm dir nur ein Stück Kuchen. Ja, von wegen, der halbe Kuchen ist dann weg. Ich kenne auch bei solchen Sachen ehrlich, also das ist halt echt, glaube ich, der größte Moment, wo mein Kopf sagt nein. Und mein Bauch sagt ja. Deswegen habe ich auch nie Süßigkeiten zu Hause, weil, wie ihr merkt, mein Kopf kann sich nicht durchsetzen. Es ist eine Schwäche, definitiv. Und gab es auch sonst so im übertragenen Sinne so Momente, bei denen wo der Kopf sagt nein und der Bauch sagt ja. Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich bin auch jemand, der gerne auf sein Bauchgefühl halt hört. Auch auf der Arbeit und so, gucke ich einfach mal, wo die Reise hingeht. Ach du, okay, das mache ich nochmal. Wieso sieht es denn bei Melissa so gut aus? Ich weiß nicht, wer ist jetzt der Streber? Wir haben nicht zufälligerweise ein schwarzes Papier, oder? Nee, toll. Ja, wolltest du, oder beziehungsweise, nein, als du zu Logo kamst, war das eher so, musstest du dir den Arm abreißen, um zu Logo zu kommen, oder war das eher so Hals über Kopf? Was heißt das? Nochmal? Musstest du dir den Arm abreißen, um zu Logo zu kommen? In welcher Hinsicht den Arm abreißen? Ja, wenn man sich so wirklich sehr anstrengen muss. Ach so. Oder wäre das eher so Hals über Kopf? Also ich bin da tatsächlich hingegangen und habe nicht erwartet, dass sie mich nehmen. Also ich habe nicht gedacht, dass ich der neue Moderator werde, weil ich hatte wirklich keinerlei Erwartung. Meine Erwartung war, es ist schön, dass sie dich eingeladen haben. Wenn sie dich nehmen, ist es cool. Wenn sie dich nicht nehmen, dann ist es so. Und ich habe eher gedacht, das wird nichts, weil ich tatsächlich mir damals auch gedacht habe, na gut, die Kinder sollen sich ja auch irgendwie so ein bisschen mit einem identifizieren. Und nun habe ich halt einen anderen Hintergrund, sehe jetzt auch ein bisschen anders aus und so. Und dann kann ich auch verstehen, dass man eher jemanden sagt, mit dem sich die Kinder vielleicht etwas mehr identifizieren können. Und deswegen hatte ich da keine Erwartung. Ich habe mir trotzdem natürlich Mühe gegeben. Aber ich bin da ganz entspannt. Es ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Meine Kollegin lacht immer noch darüber. Also ich kam rein, meine Bahn hatte Verspätung, damit fing es an. Und dann hatte ich eine Stunde Zeit, Moderationen zu schreiben für ausgewählte Themen. Und es ging um Dennis Yücel, der gerade freigelassen wurde. Und dann habe ich geschrieben, irgendwas mit gute Nachrichten. Der Journalist Dennis Yücel ist heute aus der Haft entlassen worden.
Meine Kollegin hat sich das durchgelesen und meinte zu mir, und ich saß dann halt, also ich saß irgendwie so da, auf dem Stuhl, und dann kam sie rüber und meinte, ja, ist alles in Ordnung, aber bei dieser Moderation achte nochmal auf deine Haltung. Meine Reaktion war, stimmt, gerade sitzen. Gerade sitzen, Haltung ist wichtig. Und sie so, nein, ich meine deine Haltung in der Moderation. Und so, da dachte ich schon, das war's. Also, warum sollten die mich jetzt noch nehmen? Und aber das hat dann doch irgendwie funktioniert. Und ich hätte es, wie gesagt, nicht gedacht. Glaubst du, wir hätten auch Chancen als Logo-Moderatoren in der Zukunft? Also Pauline und ich mit unseren Moderationskünsten. Ihr seid auf jeden Fall entspannt genug. Das ist doch schon mal gut. Und ihr seid für jeden Spaß zu haben, glaube ich. Also als Logo-Moderator muss man auch ehrlich gesagt kein Problem haben, Spaß vor, also wirklich was Blödes auch vor der Kamera zu machen. Weil das gehört einfach zum Job dazu. Man soll sich da nicht, man soll ernst sein, wenn es ein ernstes Thema ist, aber man soll auch mal einfach witzig sein. Also wir haben gerade eine Nachricht reinbekommen, wir haben nur noch eine Minute. Was? Leute, ihr macht mich fertig. Was ist denn ein Reporter-Moment aus deiner Karriere, der selbst diese Männchen hier umhauen würde? Moment, ich bin gerade nicht bei dir. Was war die Frage? Ob es ein Reporter-Moment in deiner Karriere gab, der selbst diese Männchen hier umhauen würde. Habe ich eigentlich für Farben ausgesucht, aber na gut. Ein Reporter-Moment, der das hier umhauen würde. Na gut, als wir die Drachen gebastelt haben, sah es nicht besser aus. Da war ich auch mega langsam. Und was ist das hier? Kleidung? Das sieht doch nicht nach. Na gut, du hast alles in Blau gemacht. Ja, ich habe mein Outfit nachgestellt. Ich weiß gar nicht, wie ich nicht auf Braun gekommen bin. Reporter-Moment, der das schlägt. Oh, du hast pinke Schuhe, das ist ja auch nicht schlecht. Naja, hey, ich dachte, es ist stylisch. nein, das ist dumm. Nehmen wir Grau. Grau ist, passt das? Ja, das geht doch. So, zurück zu deiner Frage. Was war die Frage nochmal? Ein Reporter-Moment, der selbst diese Männchen hier umhauen würde. Ein Reporter-Moment, der selbst... Man merkt, du bist sehr in diese Aufgabe hier vertieft. Ja, ja. Na gut, ich habe... na gut, umhauen, ich finde, diese Momente sind ja alle speziell. Aber ich habe heute, der Dreh, den ich heute hatte, ich habe Strohhalme getestet, also Trinkhalme, weil am 3. Juli werden ja... Timeout. Moment. Gib mir noch die 5 Sekunden. Ich habe heute Trinkhalme getestet und... Ja, aber das... Also ich würde sagen, dein sieht auf jeden Fall fertig aus, komplett. Ja, dein sieht echt gut aus. Und ich glaube, das sollte als neues Emo bei Logo eingeführt werden. Aber die Zuschauer dürfen sich gleich selbst davon überzeugen. Jetzt stimmen wir noch ab, wessen Männchen das Beste ist. Das heißt, das darfst du gleich auch noch auf vorne zeigen. Ja, deshalb fang mal an. Genau, also, fangt ihr mal an. Ich habe mein aktuelles, ja, probiert mein aktuelles Outfit nachzustellen. Wir sind hier richtig an der Schule, ich merke es schon. Soll ich weitermachen oder? Ja, ich finde, also Sherif sollte es auf jeden Fall jetzt mal zeigen, okay, weil das sieht ja super aus. Deswegen. Also mein Gesicht sieht besser aus. Sorry. Ich finde, dein ganzes Männchen sieht einfach super aus. Oder? Ich finde es auch toll. Es hat halt eine Glatze. Warum hat es eine Glatze? Aber na gut. Also ich muss sagen, meins ist ein bisschen misslungen. Das haben wir tatsächlich auch nicht mitgeprobt. Das ist das erste Mal, dass wir das machen. Wir hatten keine Ahnung, wie schwer das jetzt sein werden würde. Ich hätte es mir ehrlich gesagt auch nicht so schwer vorgestellt. Ja. Und dann soll jemand sagen, basteln ist einfach. Da braucht man Fingerspitzengefühl. Anscheinend haben wir das alle nicht so wirklich. Nee. Machst du noch weiter? Es soll nur ordentlich sein. So, Gewinner bestimmen. Ja. Könnte man das jetzt also gerade eben ich mit Sherif hat schon gewonnen, oder? Da stimmt uns das Publikum wahrscheinlich meiner auch für Sherif. Meiner schielt zwar ein bisschen, aber hey. Das sieht am besten aus, auf jeden Fall. Gut, für den letzten Teil unserer Show würden wir dich gerne auf einen Drink einladen. Was darf es denn sein? Und wir wandeln gerade diese Werkbank. Was habt ihr denn im Angebot? Bier, Radler, alkoholfreies, Cola, Fanta, Spezi, Wasser, Apfelschorle. Im Sinne dessen, dass das ja auch aufgezeichnet wird,
Mache ich die Apfelschorle. Aber ich trinke wirklich gerne Apfelschorle. Okay. Das ist so mein Go-To-Drink zu Hause, wenn ich einfach mal ein bisschen was anderes brauche. Also ich bin eigentlich ein Wassertrinker. Achso, was nimmst du, Pauline? Ja, also ich würde ein Wasser nehmen. Ich nehme auch ein Wasser. Dann nehmen wir zwei Wasser und eine Apfelschorle. Das wäre dann unsere Bestellung, bitte. Ja, dann kriegen wir die gleich. Und ach wir so, wandeln ich hab gedacht, das ich jetzt losgehen. Nee, und okay. Das wandeln wir jetzt hier gerade mal. Was für ein Luxus. In eine Bar. Dankeschön. Vielen Dank. Wow. Gut, dann siehst du hinter dir in unserem schönen Regal vier Säckchen. Diese vier Säckchen sind mit Gegenständen gefüllt, die was mit deinem Leben zu tun haben. Und du sollst diese Gegenstände ertasten, natürlich ohne reinzuschauen. Und du kannst dir gerade mal das erste Säckchen genau, nehmen. Genau, das erste ist das links. Coole Lampe, die habe ich noch nicht gesehen. Also. Und das nimmst du, das kannst du hierher bringen und einfach mal reingreifen und ertasten, was da drin ist. Ah, jetzt weiß ich, es ist ein Mikrofon. Ja. Möchtest du mal rausnehmen? Das ist ein schönes Mikro, oder? Auf jeden Fall. Ja, zum Mikro haben wir tatsächlich auch... Es leuchtet sogar. Zum Mikro haben wir uns auch ein Video von dir rausgesucht. Das würden wir gerade gerne kurz zeigen auf dem Monitor. Vielleicht weißt du schon... Ei! Bitte nicht. Ja, wo ist denn der Hätt Ton? Hätte ich doch das eine von Instagram nehmen können. Den Ton brauchen wir nicht. Ich doch. Doch, da kann ich mich dran erinnern. Das war 20. Das war mal, ja. 11 oder 12 oder irgendwie so. Ja, was. Das waren Überbleibsel von. Danke. Was hast du denn da gemacht? Das war Vorbereitung auf Jugendmusiziert. Also ich habe 3 Jahre lang Jugendmusiziert gemacht bei uns an der Schule und hatte Leistungskurs Musik. Und das war ein Weihnachtskonzert von meiner Gesangslehrerin damals, die gesagt hat, du musst üben, auf der Bühne zu stehen. Also sing mal das Lied, wo du den Text immer vergisst. Und das war nämlich das hier, vor Menschen. Und deswegen, das war das. Soll ich das nächste holen? Nee, noch nicht. Ach so, okay, sorry, ich war zu schnell. Hörst du denn lieber deutsche oder arabische Musik? Ich habe gar keine arabischen Lieder gesungen, aber hören tue ich mittlerweile, also ich höre alles. Also ich höre Arabisch, Englisch, Deutsch, auch manchmal andere Sprachen. Es ist, da bin ich ganz entspannt, ich habe keine Präferenz. Singst du lieber in der Dusche oder vor Publikum? Lieber? Mhm. Ich glaube, lieber ist vor Publikum. Also vor allem, wenn man so Lieder hat, wo das Publikum auch ein bisschen mitklatschen oder sonst was kann, das finde ich dann besser. Aber nichts geht auch über Singen unter der Dusche. Das ist halt, es hat schon was. Tue ich auch immer. Ich hoffe, mein Nachbar bekommt da nicht so viel mit von. Meine Nachbarinnen während meines ersten Jahres in Deutschland, die haben immer alles gehört. Also haben die da mitgesungen? Nee, die haben geschrieben, wir können Hello von Adele nicht mehr hören, bitte ein anderes Lied. Das war das, was die gemacht haben. Es war genug. Nach 10 Mal am selben Tag war es das. Und was singst du dann am liebsten? Wir haben gehört, deutscher Schlager. Im Studio. Ich? Das Wer haben hat wir gehört. Das erzählt? Das dürfen wir leider nicht sagen. Deutscher Schlager. Wir haben da unsere Quellen. Ja. Deine Kollegen sagen zumindest... Na gut, ich habe ein paar Mal atemlos gesungen im Studio. Also das Ding ist halt, seit Corona darf ich nicht im Studio singen wegen Aerosole und so. Ich glaube zur Freude, ich vergesse halt gerne, dass ich ein Mikrofon habe, weil das hängt dann halt da und ich kann ja nicht die Klappe halten, bis die Sendung beginnt. Wir proben um 19.30 Uhr, gehen live um 19.50 Uhr. Irgendwie muss ich auch mal meine Zeit füllen. Und ich, vor allem wenn ich manchmal aufgeregt bin, dann aufgeregt oder langweilig, dann singe ich. Und da singe ich alles Mögliche. Und atemlos war tatsächlich ein paar Mal irgendwie mit dabei. Dürfen wir immer so frech fragen, ob du uns auch mal was vorsingen möchtest? Och, nein. Könntest du es doch direkt atemlos oder Hello von Adele vorsingen? Nee, dann lieber atemlos. Das ist einfacher. Da singt auch das ganze Publikum bestimmt mit. Genau, also nur wenn ich alleine, jeder kennt ja atemlos. Also das ist ja Volksmusik schon in Deutschland. Also, warte mal. Atemlos durch die Nacht, bla 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 bla. Atemlos,
einfach blank. Irgendwie sowas. Und warum bist du jetzt Moderator geworden und nicht Sänger? Was wurde aus der Gesangskarriere? Ist noch schwieriger als im Fernsehgeschäft zu landen, ist es Sänger zu werden. Und meistens schaffen es auch einige, wo ich mich frage, wie sie es geschafft haben. Aber ich habe, also Sänger sein, das war, ist ein Hobby von mir. Es macht sehr, sehr viel Spaß, ist auch gut für die Seele, von daher. Aber es reizt meine Gehirnzellen auf eine andere Art und Weise, dass da wäre ich, glaube ich, nicht ganz so überlastet oder genug belastet. So. Wenn sich die Chance ergeben würde, dann? Oh ja. Auf jeden Fall. Also wenn jemand sagen würde, magst du, würde ich sagen, hey. Aber das kommt, glaube ich, noch nicht so schnell. Vielleicht nach der Show, vielleicht kommt hier so ein Publikum. Gut, dann kommen wir zu unserem zweiten Säckchen. Also genau, das, was daneben, na, das unten. Das unten. Ja, genau. Ja. Genau, das da. Darfst du gerade wieder ertasten? Das ist ein Kuscheltier. Mhm. Was für eins? Es hat was mit meinem Leben zu tun? Es hat was mit etwas zu tun, was du mal gesagt hast. Ich habe viel gesagt. Teddybär? Nein? Was ist denn dein Lieblingstier? Also dein Lieblingstier ist jetzt auf jeden Fall enttäuscht. Ich glaube auch. Willst du es mal rausnehmen? Ach, Affe, stimmt. Danke. Ich war kurzzeitig bei Elefant und ich weiß nicht wieso. Stimmt, ich finde Affen sind echt tolle Tiere. So. Hattest du nur gerade vergessen, oder wie? Ja. Okay. Ich weiß auch gar nicht, wie ich auf Elefant. Ich war zuerst bei Kamel, ehrlich gesagt, weil das wäre so Klischee gewesen. Dachte mir, komm, Kamel. Aber stimmt, ich finde, Affen sind unglaubliche Tiere. Machst du dich denn selber auch zum Affen? Ich mache mich oft zum Affen. Da habe ich aber auch ehrlich gesagt kein Problem mit, wenn es der Sache dienlich ist. Also wie oft mache ich mich im Logo-Studio zum Affen? Aber es macht Spaß. Und solange ich Spaß dran habe, mache ich mich gerne auch zum Affen. Also da habe ich kein Problem mit. Wieso sind Affen denn deine Lieblingstiere? Zumindest dachten wir bis jetzt, dass es deine Lieblingstiere sind. Jetzt sind wir uns nicht mehr ganz so sicher. Nein, also ich finde Affen wirklich toll, weil die können Spaß haben, aber wenn die ernst sind, dann sollte man lieber 3 Schritte zurück machen. Und die haben eine eigene Persönlichkeit. Also in einem anderen Interview hast du gesagt, Affen können gut faulenzen und sind sehr erfinderisch. Ja, das auch. Denkst du dir einfach jedes Mal irgendwie eine andere Antwort aus? Nee, oder? Affen sind facettenreich. Und das war in meinem Steckbrief, glaube ich. Mhm. Und da konnte ich halt noch nicht so viel schreiben. Nein, also ich finde, also ich habe tatsächlich per se, ich finde Affen als Tiere, die ich nicht als Haustiere halten würde, toll. Ich finde Hunde auch toll. Katzen sind eher nicht so meins, muss ich sagen. Aber Affen finde ich, ja, tut mir leid. das ist gerade eine Enttäuschung gewesen. Affen, aber ja, Affen finde ich gut. Die haben was drauf. Die können was. Um zum Faulenzen zurückzukommen, wie können wir uns denn einen faulenzenden Schiri vorstellen? Oh, das gerade eher weniger, aber ich bin gerne jemand, der nur auf der Couch liegen bleibt, Fernseher, also Netflix in der Regel, laufen hat und irgendwelche Serien sich anguckt, die meistens was mit Politik zu tun haben. Und genau, also vom Bett auf die Couch, von der Couch ins Bad. Und auch wirklich so richtig faulenzen ist das wirklich, ich mag das auch manchmal, einfach nur rumzuliegen, aber nach einem Tag wird mir langweilig und dann rufe ich meine Mutter an oder meinen Bruder oder meine Freunde, die dann ab einem gewissen Punkt auch merken, also ich merke, ich werde nervig ab dem Moment, wenn jemand sagt, ist dir langweilig. Und bei meinem Bruder kommt das relativ schnell, wenn er merkt, ich rufe ihn an und ich bin dann ganz, und wie geht es dir heute? Okay, dir ist langweilig. Und ja, also mir wird relativ schnell langweilig, aber ich brauche meistens so einen Tag, 2 Faulenzen und dann kann ich wieder. Während du bei Affen an Faulenzen denkst, denken wir bei Affen eher an Klettertiere in hohen Höhen. Wie viele Meter nach oben schaffst du es denn? Ich habe Höhenangst. Also ich habe ja... ja, das haben wir gehört. Habt ihr es gehört? Genau, deswegen fragen wir. Ist ganz schlimm. Also ich sag nur, Kika Live vorletztes Jahr.
Das haben wir gesehen. Wie bitte? Auch beim Tigerenten. Bei denen auch, aber Kika Life kam zuerst und da mussten wir irgendwie in 30 Meter Höhe in so einen Klettergarten rein. Da gab es 3 Etappen, wo man umdrehen konnte. Ich bin bei der ersten direkt umgedreht. Ich habe auch wirklich gesagt, Leute, sorry, meine Knie haben gewackelt. Und beim Tigerentenclub konnte ich zumindest den Boden sehen. Über mir, also bei Kika Life war über mir eine Autobahn und unter mir, und da siehst du halt wirklich, es geht steil nach unten, es ist leer und da ist nichts. Und du merkst, okay, wenn du dort runterfällst, war es das. Beim Tigerentenclub konnte ich noch, wenn ich runterfalle, na gut, ich werde am nächsten Tag nicht moderieren können, aber ich werde wahrscheinlich irgendwie halbwegs bei rauskommen. Aber ich habe es auch, also es ist, Höhen sind nicht meins, gar nicht, null. Und was ist so dein Rekord im Schwimmbad? Das ist 1-Meter-Brett noch drin? Gute Frage. Ich glaube doch, also 1 Meter habe ich mal gemacht, aber alles, was irgendwie etwas weiter in die Höhe geht, da bin ich raus. Da bin ich lieber am Beckenrand. Ich halte die Handtücher. Auch nicht schlecht. Also die 3 Meter sind auch nicht mehr auf der Bucketlist. Hast du schon mal gemacht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, nein. Ich glaube, meistens kletter ich dann immer nach oben und denke mir Dankeschön. Das ist echt immer so, einfach nach oben. Nee, danke. Springt ihr mal. 1, 2, 3. Tschüss. So in etwa. So, dann kommen wir auch schon zum nächsten Säckchen. Das ist das oben, genau da. Okay, ist da was drin? Tatsächlich, ja. Tatsächlich ist da was Dünnes drin. Es geht hier um die Form. Kannst mal an Social Media denken, dann fällt es dir vielleicht ein. Ach, das ist das blaue Sternchen? Nein. Ach so. So viel zu ach. Hä? Das gibt's auch, ist auch unter einem anderen Namen bekannt und gibt es auch beim Telefon die Nummern. Ach so, das Hashtag. Ja. Sehr gut. Das meinst du. Wir haben nämlich unter deinen Insta-Posts öfter den Hashtag RezoSmile gesehen. Ja. Was bedeutet das? Ich hatte während meiner Schulzeit hatte ich den Spitznamen Rezo. Rescala, kurz, also das ist eigentlich der Spitzname meines Bruders, den ich geklaut habe, was er mir heute immer noch nicht verzeiht. Und ich habe irgendwann mal die Angewohnheit entwickelt gehabt in der Schule, immer alle, wie viele Zähne sind es, 32, 36, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall musste man mein ganzes Gebiss sehen, wenn ich lächle, immer. Und das wurde dann, hat den Hashtag bekommen, RezoSmile. Und da, aber davon habe ich mich mittlerweile langsam verabschiedet. Ich lächle adrett. Man sieht nur die erste Reihe und nicht beide. Was hat dir denn bisher das breiteste Lächeln ins Gesicht gezaubert? Das breiteste Lächeln. Mhm. Gute Frage. In der letzten Zeit, es gibt einige Momente. Also ich fand es, ich habe einen Onkel, der wohnt in den USA und der hat 2 Kids, also 9 und 6. Und ich hatte die nie gesehen, weil wir eine Zeit lang gar nicht zu Besuch waren. Weil ich studiert habe, mein Bruder studiert hat und dann haben wir es irgendwann vor 3 Jahren aufgerafft und konnten endlich mal zu Besuch gehen. Und als ich die 2 Mädels gesehen habe, das war ein Moment, wo ich gelächelt habe. Das waren so, hey, das sind meine Cousinen. Wenn meine Mama oder meine Oma und ich, also ich weiß das letzte Mal, wo ich in Kairo war, meine Oma ist für jeden Spaß zu haben und ich glaube, wir haben irgendwie bis 3, 4 Uhr morgens irgendwie, es war halt so Late Night mit meiner Oma Musik und alles Mögliche. Das war auch so ein Moment, wo ich gelächelt habe, wenn man mit der Familie zusammen ist, ja. Jetzt werden wir gleich noch ein bisschen philosophisch. Was bedeutet für dich Glück? Glück. Hat Glück auch etwas mit dieser Metapher von wegen, das Leben ist wie eine Gurke zu tun? Oder ist das was ganz anderes? Das Leben ist wie eine Schaukel, ist ja das mein eigentliches. Ja, das haben wir auch gehört. Manchmal bist du unten, manchmal bist du oben oder irgendwie so. Wo hast du das alles? Genau. Also es gibt ein ägyptisches Lied und das heißt Dunya Sayyid Murgeha, Yum Taht, Yum Fo. Das Leben ist wie eine Schaukel. Mal ist es unten und mal ist es oben und es geht irgendwie hoch und runter und hoch und runter. Das ist eigentlich mein Lebensmotto. Es geht rauf und ab, auf und ab und wenn es mal unten ist, muss es halt irgendwann wieder nach oben gehen. Und Glück ist für mich, wenn
Tatsächlich, wenn es mir, meiner Familie und denen, die ich lieb habe, wenn alles in Ordnung ist. Hört sich sehr klischeehaft an, aber ist es tatsächlich. Vor allem, wenn wir überall alle so verstreut sind und mein anderer Onkel wohnt in Dubai, das heißt, man sieht sich auch relativ selten. Und wenn bei denen allen irgendwie alles in Ordnung ist, das ist so, wo ich denke, das ist Glück. Und wie kam es dann zu dem, das Leben ist wie eine Gurke? Das ist die Extremform davon. Okay. Willst du es mal erklären? Nein. Wo habt ihr das eigentlich her? Das ist jetzt mal ganz im Ernst, das steht nirgendwo, das habe ich auch niemals irgendwo gesagt. Also uns wurde gesagt, wir sollen auch fragen, was die Story dahinter ist. Woher habt ihr das? Ihr habt jemanden bei mir in der Redaktion angerufen, oder? Die Jenny. Nein! Ja. Na gut, Frau Siegler. Das. Und sie wollte es uns nicht erklären. Nein, sie ist auch gut, sie hat extra gesagt, wir sollen dich fragen, weil das so lustig ist. Ja, aber nein. Nein, okay. Das erzähle ich euch gerne mal privat. Okay. Wir bleiben, das Leben ist wie eine Schaukel. Okay. Das war auch das Motto, gut, als wir auf Logotour waren. Am Ende konnte jeder bei uns, wir waren ein Team, glaube ich, von 20 Menschen, ich weiß es nicht genau, am Ende habe ich jeden Tag gesagt, weißt du, das Leben ist halt wie eine Schaukel. Und am letzten Tag konnten es alle in- und auswendig. Es geht rauf und runter. Deswegen bleiben wir lieber bei der Schaukel. Okay, auch gut. Und dürfen wir jetzt noch zum Schluss so frech fragen, ob wir auch ein Hashtag RezoSmileSelfie mit dir bekommen? Klar. Ich liebe ja Selfies. Hat euch Jenny zumindest was von meinem Shelfie-Arm erzählt? Nee. Okay. Jenny hat irgendwann auf der Logotour eingeführt, dass Selfies, die ich mache, weil ich so einen langen Selfie-Arm habe, Shelfies heißen. Sherif macht ein Selfie, also ist es ein Shelfie. Deswegen, wir machen ein Shelfie. Okay, willst du das Handy dann halten? Ja, gerne. Okay, ich weiß noch nicht genau, wie wir das jetzt mit dem Abstand noch so richtig machen sollen. So, Moment. Ich komme auf deine Seite, wir müssen ja keinen Abstand halten. Wir beide können ja so stehen. Warte, drehen wir uns vielleicht. Gegenlicht, aber ist egal. So, Moment, so rum. Lächeln. Jetzt warte noch einmal so mit, wo das Licht in Ordnung ist. Mein Gott, die Haare. Perfekt, so. Vielen Dank. Dankeschön. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Säckchen. Genau. Das wird jetzt vermutlich ein bisschen schwerer zu erraten. Okay, ich frage nicht, ob da was drin ist. Aber ist es ein Schloss? Nee. Was ist runtergefallen? Ach so. Der arme Affe. Ich gebe einen Tipp, es hat mit Orientierung zu tun. Kompass? Ja. Ja. Ach so. Es hätte auch ein Schloss sein können, sorry. Ja, also ist es auch. So, Kompass, ja. Weißt du eigentlich, wie ein Kompass funktioniert? Ich weiß zumindest, dass ihr mir die Himmelsrichtung zeigt. Also, und ich kenne die Himmelsrichtungen auswendig mittlerweile. Das ist auch nicht. Nie ohne Seife waschen, so merke ich mir das Ganze. Physik war nicht so einfach. Jein, wenn meine Physiklehrerin mich jetzt hören würde. Es kam nicht so natürlich zu mir. Also das war jetzt nicht wie Deutsch zum Beispiel. Bei Deutsch, da konnte ich mich relativ schnell für begeistern. Bei Physik war es ein Prozess. Aber ja, das zeigt mir doch die Himmelsrichtung an. Und wie sieht es mit Geografie aus? So lala, mittlerweile durch Logo tatsächlich besser. Ich muss jedes Mal, wenn wir ein Land ankündigen und den Logo-Globus zum Beispiel benutzen, dann muss ich ja recherchieren. Ich muss ja sagen, es geht in Richtung bla bla bla. Und da habe ich einige Länder bisher gegoogelt. Deswegen, mittlerweile ist es gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Also halbwegs. Ich will nichts sagen, was ich nicht halten kann gleich. Wenn ihr schon so fragt. Die Geografie machen wir es dir aber nicht so schwer und wir wollten einfach nur mal wissen, was ist denn dein Lieblingsort, an dem du bisher warst? Also für so einen Städtetrip fand ich Rom toll. Also Rom war irgendwie, es war irgendwie verrückt. Die Stadt ist einfach so crazy und da passiert so viel, da fand ich es echt angenehm. Für so Entspannung und Füße hochlegen, das war bei meinem Onkel in den USA, der wohnt in Los Angeles und da ist das Wetter fast das ganze Jahr echt angenehm und schön und da würde ich jederzeit hingehen. Das heißt, du bist eher so ein Stadtmensch und gehst nicht so gerne ans Meer oder in die Berge? Berge geht so, ich bin tatsächlich jemand, der gerne ans Wasser geht, also deswegen Los Angeles ist da sehr praktisch. Ich bin halt auch gar nicht so der Wandertyp und so. Meine Kollegin kam gerade vom Wanderurlaub. Sport ist ja. Ja, so und ich dachte so, Urlaub, Urlaub, Wandern? Nein, sorry.
Für mich ist Urlaub, ich muss nicht die ganze Zeit rumliegen, aber wandern? Wandern ist für mich Sport. Deswegen, Sport ist automatisches Nein. Sport ist also nicht während ich Urlaub habe. Wenn ich Urlaub habe, will ich mich ja ausruhen. Und ich bin, nein, wandern ist auch nicht so meins. Deswegen eher was Entspanntes. Hast du bei langen Reisen dann auch mal Heimweh? Nee, also ich habe auch irgendwie jetzt alle Reisen, die ich jetzt auch während meines Studiums gehabt habe, ich bin dann meistens, habe ich so viele Dinge zu tun, dass ich relativ, und auch ich bin zum Glück immer mit vielen Menschen unterwegs gewesen, die ganz entspannt sind, dass ich kein Heimweh hatte. Was überraschend ist, da ich als Kind immer sehr, sehr schnell Heimweh hatte. Also es war wirklich, kam der Anruf abends, wenn wir irgendwo, ja, Sie müssen Ihren Sohn abholen, er will nach Hause. Das hatte ich auch schon mal. Deswegen meine Mama ist selbst überrascht, dass das so ist. Ich habe mich da gut verändert. Mal abgesehen vom Kompass, was gibt dir denn Orientierung im Leben? Also ich sag mal, das, was ich durch meine Mama, durch meine Familie irgendwie mit an die Hand bekommen habe. Also es ist tatsächlich oft, wenn ich nicht weiter weiß, dann ist meine Mutter ein sehr guter Ansprechpartner. Da rufe ich sehr gerne an, um nach Rat zu fragen. Meine Oma ist 2019 verstorben, aber die war auch immer jemand, wo ich gerne anrufen konnte. Und diesen Teil meines Kompasses durch das Leben und ansonsten mein Bauchgefühl und das, was ich halt irgendwie gelernt habe, dass ich dann gucke, na gut, ein bisschen Erfahrung habe ich in meinen wenigen Jahren ja irgendwie schon sammeln können und damit versuche ich irgendwie durchs Leben zu kommen. Und was ich nicht weiß, da frage ich nach. Und wenn was schief läuft und da läuft definitiv auch mal was schief, lerne ich draus und dann heißt es weitermachen. Aber das hört sich gerade so entspannt an. Erstmal kommt die Krise und dann kommt das Weitermachen. Also erstmal sage ich, was hast du gemacht? Und dann heißt es weiter. Muss irgendwie. In welche Richtung zeigt dein Kompass als nächstes? Was werden die nächsten Jahre für dich bereithalten? Gute Frage. Ich hab aufgehört irgendwie so Zukunft. Also ich denke nur bis zum Ende des Monats. Ich denke gar nicht mal bis zum Ende des Jahres, weil ich mir denke, ich habe keine Ahnung, was um die Ecke kommt. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Gerade weiß ich, was die nächsten Wochen irgendwie ansteht. Ich bin auch gar kein so Langzeitplaner. Also bei uns ist es eher, wir müssen den Dienstplan, der Dienstplan wird 3 Monate im Voraus gemacht und ich denke so, was weiß ich, was in 3 Monaten passiert. Da bin ich gar nicht so Langzeitplanungsmensch. Ich weiß, nächste Woche drehe ich mit Kika Live zum Beispiel, die Woche drauf moderiere ich. Ich glaube, dann habe ich eine Woche frei und dann gibt es die Bundestagswahl. Das heißt, ich denke gerade so ein bisschen bis Anfang September und dann gucke ich mal weiter. Aber hast du irgendwelche Pläne von wegen zum Beispiel nochmal sowas wie der Sheriff zu machen oder? Ich würde solche Sachen gerne machen. Also ich fand, das war ja irgendwie auch etwas, was mich gereizt hat. Ich konnte da ja auch sehr, sehr viel mich ausprobieren und habe auch sehr, sehr viel selber machen können. Das heißt, wir waren ja eine kleine Redaktion, wir waren zu dritt und das hat mega viel Spaß gemacht. Also das würde ich jederzeit wieder machen, wenn es die Möglichkeit gäbe. Also eine eigene Show wäre auf jeden Fall nochmal irgendwas. Das wäre cool. Also das fände ich auch irgendwie, irgendwas mit Publikum. Also ich fände halt irgendwie cool, etwas mit Publikum zu haben, dass man nicht nur ins Grüne guckt, sondern Augen hat, die auch mal, also auch mal ohne Maske irgendwann hoffentlich, dass man Lächeln sieht, ein Dreher wäre auch nicht schlecht, sagt immer, was der schon wieder sagt. Fände ich alles cool. Also das wäre auch irgendwie... es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht irgendwie auf der Logotour, als wir so viele Kinder dabei hatten, weil dann bekommt man auch was mit, dann bekommt man Feedback und das habe ich ja gerade nicht so. Also unser Kompass zeigt jetzt in Richtung Ende der Show, aber wie du vielleicht schon hier hinten auf den Kästen gesehen hast, da sind Unterschriften, die sind von unseren bisherigen Gästen und wir würden auch dich bitten, auf einem dieser Kästen zu unterschreiben. Wo kannst du dir aussuchen? Ich weiß nicht, ob der Edding noch da hinten da liegt. Da liegt ein Edding. Da sollte einer liegen. Genau. Und dann darfst du einfach mal unterschreiben. Gucken, wo ich mich einreihe. Ich habe keine Ahnung. Die Menschen kritzeln auch. Aber na gut. Meine Unterschrift wird wahrscheinlich nicht besser. Ich mache mal hier hin. Ja, das war's. Komm. Sehr schön. Vielen Dank. Ich
Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir für diesen unterhaltsamen Abend. Ich habe zu danken. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also, uns auch. Ich mag es ja, wenn ich überrascht werde, und ihr habt definitiv mich überrascht. Definitiv. Deshalb, wir haben noch ein paar Kleinigkeiten für dich. Als erstes haben wir eine Autogrammkarte von Marietta Slomka, die zumindest laut deinem Steckenbrief eines deiner großen Idole ist. Ja, hier noch eine Frage nebenbei. Hast du denn schon eine Autogrammkartensammlung? Nee, ich habe keine Autogrammkartensammlung. Moment. So, hoppala, jetzt besteht die Brille. Ich habe keine Autogrammkartensammlung. Hast du Zeit? Alles gut. Meine Güte. Ich habe keine Autogrammkartensammlung. Nein. Dann dachten wir uns, ist das überhaupt noch? So, ja. Hört man mich? Ja, so. Also wir haben hier noch zwei andere Autogrammkarten für dich. Melissa, erklärt dir gerade mal, was das für welche sind. Ja, wir hatten tatsächlich schon mal einen Gast vom ZDF, und alle, die hier im Publikum auch fleißig nachgefragt online geschaut haben, wissen, wann diese Autogrammkarten entstanden sind. Das sind zwei Mädchen aus unserem Team, das ist einmal Hannah und Marie, und die Autogrammkarten geben wir dir auch noch mit. Dann kannst du nämlich deine Autogrammkartensammlung direkt mit drei Autogrammkarten beginnen. Ja. Und dann haben wir noch ein Pixie-Buch für dich. Pixie-Buch und sogar noch Conny. Ja, weil wir haben gehört, deine Mutter hat dir die immer aus Deutschland mitgebracht, und wir dachten, das ist vielleicht eine schöne Kindheit. Und ich habe meine Sammlung immer noch tatsächlich. Ich glaube, das sind mittlerweile, ich habe irgendwann gesagt, ich glaube, das waren über 100 Pixie-Bücher mittlerweile. Oh, ja, ja. Schlecht. Und Conny geht ins Krankenhaus, Conny geht in die Schule, Conny hier, Conny da. Conny bekommt eine Katze. Hey, das habe ich noch nicht. Aber du magst doch keine Katzen, das ist blöd. Eben, aber hey, sie hat ein Haustier, mal sehen, was sie damit anstellt. Also eigentlich wollten wir auch die Bremer Stadtmusikanten holen, weil das meine natürlich auch, aber das haben wir leider nicht mehr bekommen, das tut uns leid. Hey, aber es ist ein Pixie-Buch, die liebe ich. Cool, danke schön. Kein Problem. Wir haben hier dann noch ein Wein aus der Region für dich. Danke. Gerne. Ein großer Dank gilt auch an unsere Sponsoren, ohne die dieser Abend heute hier nicht hätte stattfinden können. Einmal an die Stadt Neuenburg, den Landkreis Breisgau-Hofschwarzwald, die Sparkasse Magrebler Land und ihre Stiftung zur Förderung der Jugend, den Neuenburger Hof, und diesmal einen besonderen Dank auch an den Markushof. Und natürlich wie immer auch ein großes Dankeschön an das Technikteam. Wir bedanken uns natürlich auch für Ihr Kommen und würden uns freuen, wenn wir Sie auch schon zu unserem nächsten Nachgefragtgespräch dann begrüßen dürften. Das findet am 12. Oktober im nächsten Schuljahr statt. Zu Gast wird dann der SPD-Landeschef und Oppositionsführer im Landtag, Andreas Stoch, sein. Deswegen würden wir uns auf jeden Fall freuen, wenn Sie da auch kommen würden. Zudem würden wir uns über eine kleine Spende am Ausgang sehr freuen. Und bevor Sie sich jetzt alle auf den Heimweg machen, Sherif, kannst du uns noch was auf Arabisch beibringen? Kannst du uns sagen, wie man Tschüss auf Arabisch sagt? Na doch, das geht, stimmt. Jetzt habe ich es wieder. So, ich war gerade woanders. Maas Salema. Maas Salema. Salema. Maas Salema. Maas Salema. Maas Salema. Das sagen wir jetzt alle. Maas Salema.